ich sagen würde, du hast einen schönen Körper, würdest du es gegen mich halten? Ich bin jetzt nicht mehr verseucht. Voll, die Presse, voll, Presse. Sonst war ich eigentlich öfters mal Festivals. Und hast immer noch die Bändchen an. Ja, ich könnte jetzt gucken, was das älteste noch existierende ist. Frag doch mal die Bändchen, die können doch bestimmt schon einfacher machen. Ja, da steht ja, das Gute ist, da steht ja die Jahreszahl drauf. Das heißt, immer direkt ab. Das erste, was ich mache. Also die stand zumindest mal drauf. Ja. Was ich mich ja frage, wie kriege ich denn da eigentlich eine vernünftige Reiseroute zusammen? Ach so, du meinst. Howdy ho, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres urlaubsgebräunten Podcasts über Medien, Presse und sonstige Erzeugnisse namens Voll in die Presse. Und Leute, Folge 103 ist vollgestopft mit kleinen Urlaubsüberraschungen für euch. Wir haben neue Jingles, wir haben supergeile neue Samples. Wir haben, und da werden sich meine Mitstreiter hier freuen, einen neuen Song. Oh Gott. Ich war wieder im Tonstudio und habe einen Urlaubshit produziert. Also ihr seid wirklich gespannt. Und wir haben einen Gast, den Divi, der dem Lockruf des Biers gefolgt ist, hier in das Beefhole heute. I smell like beef. Genau. Damit den Gastgeber vielleicht als erstes mal vorstellen, Beef Rogers. Hallöchen zusammen. Und zu seiner Rechten Prolo Ferrari. Schönen guten Abend. Und dann haben wir den Herrn Sammer, wie immer, gut gelaunt. Moin, moin. Und natürlich den Divi. Hallo Divi, wie geht's dir denn? Hi, gut. Hi. Pass auf, wir haben hier immer auch für die Gäste so ein kleines Jingle, das haue ich erstmal raus und dann kannst du vielleicht zwei Takte zu dir sagen. Wait a minute. Who are you? Genau, wer bist du? Also Bier trinken können wir alle. Aber du hast ja vielleicht auch für uns hier ja irgendwie ein bereicherndes Element über das hinaus, dass du unglaublich gut aussiehst und sehr nett lächelst gerade. Ja, das ist eine gute Sache. Ich habe natürlich, Prolo hat gesagt, ich soll was über Reise vorbereiten und da ja ein bisschen mein Lieblingsthema ein bisschen Mathe ist, ein bisschen Informatik, habe ich euch da was mitgebracht zum Thema Reise und Mathematik. Da bist du hier in der genau richtigen Runde das gelandet, weil gedacht. Du kannst uns alles erzählen. Also ich würde mal für den Sammer und mich zumindest sprechen, wir werden es nicht in Frage stellen, solange es um Mathematik geht. Absolut. Ich versuche mich, da wirklich ganz. Nein, ganz da freuen wir uns. Und damit hast du eigentlich auch schon einen Hint gegeben, was das Thema ist. Ich glaube, ich habe es auch versucht unterzubringen. Das ist die Urlaubsedition hier heute, passend zu dem Start der Sommerferien in NRW, in Hessen und anderen Orts. Bringen wir euch halt so richtig auf Temperaturen, auch wenn es draußen regnet, das wird uns heute noch begleiten. Und vielleicht stellen wir ganz kurz so ein bisschen auch die anderen Schmankerl vor, pressetechnisch, wir sind ja ein Medienpodcast, fangen wir heute mal mit dem Sommer an. Womit machst du hier unsere Reisenden heiß? Ja, ich habe interessante Verbraucherhinweise, unter anderem nämlich, warum an manchen italienischen Stränden ein Handtuchverbot gilt. Beim Quickie werde ich ein bisschen was erzählen von einem tödlichen Strandbesuch. Und ansonsten habe ich, wenn noch Zeit ist, hoffentlich zwischendurch die eine oder andere wirklich sehr kuriose, komische Gerichtsentscheidung zum Thema Urlaub. Sehr schön. Da muss ich mich um das Thema Juristerei nicht kümmern und kann noch mal ein bisschen selbstreferenziell sein. Der tödliche Strandurlaub hat mit Sicherheit nichts mit Treibsand zu tun, denn wir haben gelernt, Prolo. Was? Hat schon wieder, der Typ ist nie auf Sendung, wenn wir hier. Treibsand gibt es gar nicht. Stimmt, das haben wir doch in der Bodensendung. Ja, jetzt. Mit dem Boden-Podcast. Ich bin gerade erst eingeflogen und du bleibst halt nach der Hälfte stecken. Das habe ich mitgenommen. Genau. Und es geht nicht mehr weiter. Wegen der Dichte. Wegen der Dichte. Ja. Auf dem Ballermann bleiben die meisten schon mit den Knöcheln im Sand stecken. Da ist es meistens kein Sand. Wegen der Dichte. Aber Prolo, vielleicht hast du noch in Erinnerung, was du heute hier erzählen wolltest. Das habe ich mir glücklicherweise ausgedruckt. Ich werde zum Thema Reise eine kleine Zugreise hier mitbringen, wo es einen richtig schönen Knaller gab. Eine Zugreise, wo es einen Knaller gab. Das klingt gut.
Welche Knaller gibt es bei dir, Beef? Ah, das weiß ich gar nicht. Es sind eher intellektuelle Knaller. Wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung, ein Niveau zu haben hier. Und, das ist dein Job auch. Ja, ja gut, scheitere ich regelmäßig dran, aber egal. Auf jeden Fall, ja, bei mir geht es eher so ein bisschen darum, dass ich mir Gedanken gemacht habe oder überlegt habe, warum reist man überhaupt? Und da habe ich einen Artikel zu und auch noch ein paar, ja, ich wollte sagen, Philosophen und Co., die was zum Thema Reisen gesagt haben. Big Brain Time, würde ich sagen. Big Brain Time, ja, das Jingle suche ich gleich noch. und ja, was kann ich euch erzählen? Ich werde euch mal die Frage stellen, ob ihr beim Flugzeugbesuch oder bei einem Flug, beim Ein- oder Aussteigen schon mal als Bob oder als Philipp bezeichnet wurdet. Das kann ganz entscheidend sein. Und dann würde ich ganz gern, das wird den Beef vielleicht freuen, eine kleine Anekdote aus dem Festivalsommer erzählen. Denn Reisen sind ja im Sommer auch häufig mit Festivalbesuchen verbunden. Da hoffe ich, dass wir so ein bisschen auch über das Thema Festivals im Allgemeinen palavern können. Das wäre ganz schön. Das kann ich auch noch was Anekdotisches beitragen, sogar recht frisch. Recht frisch, ja. Das Neueste, was wir immer lesen und sehen oder ich rausgrabe, also neu ist das gar nicht, sind ja Straßenumfragen. Straßenumfragen sollen ganz groß sein. Ich liege den Jungs seit 3 Jahren im Ohr, dass wir das auch machen. Vielleicht als kleine Einleitung hier eine schöne kleine Straßenumfrage. Kurze Frage, was bleibt Ihnen von dieser Woche im Gedächtnis? Ich habe noch nicht gebumst. So. So kann man das beantworten. Jetzt aber die Frage an euch. Wie war denn eure Woche? Was bleibt euch da im Gedächtnis? Good News und Bad News kommen ja gleich auch noch. Aber darüber hinaus irgendwas so schwank aus eurem Leben? Die Woche war unspektakulär. Ich bin froh, wenn irgendwann Urlaub ist. Es regnet zu viel. Ja, viel mehr war nicht. Echt? Ich habe mich tierisch über die Engländer aufgeregt. Fußball-EM. Ja, die mal wieder gewonnen haben, obwohl sie eigentlich nicht so gut gespielt haben. Ja. Ja, aber ehrlich gesagt fand ich die Holländer auch nicht besser. Nee, das stimmt. Ja, aber beides auch schöne Länder zum Bereisen. Ne? Links, rechts, links, rechts. Ja, das ist doch cool. Das finde ich eh das Schönste an der EM. Die Fans machen eigentlich diese EM. Manche Spiele waren ja enttäuschend, aber die Fanlager, wir haben schon über die Schotten gesprochen hier. Die Holländer sind auch ziemlich geil mit ihren 5 Puppen, die sie da immer hochhalten, Rullet und Co. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, das zu sehen. Und bei dir? Also wir haben es tatsächlich geschafft, die 2 Tage, wo es dann doch mal gut warm war, ins Schwimmbad zu gehen. Und, kleiner Profi-Tipp, wir hatten noch eine 10er-Karte und sind sofort reingegangen, während vor der Tür stundenlang die armen Socken noch standen an der Kasse. Deswegen holt euch die Karte vorher. Oder wenn es regnet. Ja, genau. Ja, bei mir war es eher eine musikalische Woche. Also ich war einmal, das ist dann die Festival-Anekdote, somit hat die Woche begonnen, dann mit einem recht zähen Montag als Folge des Festivals und danach musste ich dann Dienstag nochmal auf ein Konzert. Also es war Kerl. Ja, ich fand es sehr bitter für mich. Unter der Woche noch aufs Festival zu gehen, Wahnsinn. Nee, das Festival war am Sonntag. Also das ging von Sonntag, also das war das letzte Tag. Ist aber auch spät ins Bett gekommen dann. Ja, genau genommen auch nicht ins Bett, sondern nur im Auto. Aber im Auto hast du es gemacht? Gepennt, also in dem Fall, ja. Mann. Ja, was willst du machen? Siehst du, und der andere da hat gesagt, ich hab noch nicht gebumst. Beim Beef läuft das hier. Ja, ich wollte eigentlich ganz kurz, weil wir hier letztes Mal die Amerikanerin gedisst haben. Ihr erinnert euch? Coffee's not open until 9? Wollte ich ein bisschen den Gang nach Canossa antreten und sagen, dass ich ihr tatsächlich unter der Woche beigepflichtet habe und den Jungs in unseren Channel folgende Nachricht geschickt habe. Guten Morgen, Jungs. Ich weiß nicht, ob wir das bei der nächsten Sendung reinhauen, aber ich muss tatsächlich mal eine kleine Lanze brechen für das Mädel, was wir letzte Woche gerantet haben. Denn der Beef und ich waren ja gestern auf dem Abiball unserer Söhne. Wir haben brav unser Auto hier stehen lassen und es nicht mehr bewegt. Allerdings in einer Zone, wo ab 8 Uhr kostenpflichtiges Parken ist. Natürlich kann man in Deutschland nicht mit Karte den Parkscheinautomaten bezahlen, zumindest hier nicht. Und
Deswegen habe ich mich heute Morgen um 7:30 auf mein Rad geschwungen und das Auto hier weggefahren. Und jetzt stehe ich hier und in dem ganzen Stadtteil gibt es kein einziges Café, was vor 9 Uhr morgens aufmacht. Wir haben aber 8. Ja, das gibt's doch überhaupt nicht. Die hat ja eigentlich irgendwo schon einen Punkt. Ja, die hat einen Punkt. Und was hast du dann gemacht, sag mal, du, ganz sachdienlich? Ich habe direkt dem Ben ein paar Verbraucherhinweise darüber geschickt. Also mir fielen auf Anhieb direkt 2 ein, die unmittelbar um die Ecke waren und seit 7 Uhr auf hatten, nämlich eine kombiniert mit einem Bäcker, also die haben da sozusagen Kaffee und Bäcker kombiniert und einen Supermarkt, der kombiniert mit einem Bäcker hat. Und jetzt, Leute, jetzt stellen wir mal die Qualitätsfrage. Die Dame sprach über Barista und ich sprach auch über Barista-Kaffee und im Boyle, wo das jetzt konkret war, da gibt es 2, 3 ganz schöne Cafés. Ich bin dann in eins gegangen, als um 9 Uhr dann es öffnete. Das war wirklich lecker. Aber da kommt der Sammer mir mit seinem Supermarktkaffee. Das ist kein Supermarktkaffee, du warst da wahrscheinlich noch nie. Das ist kombiniert mit einem Supermarkt. Also du hast ja häufig einen Supermarkt und dann ist da noch irgendein, was weiß ich, Vogt oder sonst irgendein Bäcker. Und manchmal haben die halt auch einen richtigen Kaffeebereich und den haben die da. Und ob die dann einen Barista, ganz tollen, anspruchsvollen, super die Erna schwarzen, die heißen, ganz leckeren Kasse Kaffee haben, weiß Kaffee. Ich nicht. Aber beim Maul hättest du auf jeden Fall einen guten Espresso gekriegt, das kann ich dir garantieren. Okay, dann machen wir da einfach mal den Test. Aber die Dame war ja auch in Europa, da ist das ja was anderes. Ja, in Europa. Ja, in Europa geht das nicht. Ja. So. Jetzt müssen wir fairerweise, bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht mal unseren Gast abholen. I can't take this much longer. Der denkt sich hier die ganze Zeit, was ist hier los? Are you ready to get duffed? So. Ach, endlich geht's das Bier. Genau, Duff haben wir leider nicht. Aber ich hatte das schon mal, ich weiß nicht, habe ich es erzählt, aber sonst erzähle ich es jetzt. Ich war ja auf dem Roadtrip unter anderem in Saragossa und habe mir da abends spontan, weil ich ein Spiel tatsächlich, so schließt sich der Kreis, der Engländer schauen wollte, so am Feierabend, den ganzen Tag Street Art angeguckt und dachte ich, wo kann ich jetzt hier Foppes gucken? Und dann bin ich halt in einen, der nannte sich Hoppy, in eine Bierbar gegangen, die 10 Biere immer on tap haben, so IPA, so Zeug, was auch der Beef worshipped. Und dann habe ich so 2, 3 davon getrunken. Und als ich dann so ziemlich angetüdelt war, habe ich gedacht, ich muss das hier mal für den Podcast mitbringen. Ich hatte mir 2 Wochen lang vorher auch schon Biere reingezogen und habe immer gesagt, ich kann das nicht alles mitschleppen. Aber da konnte ich nicht mehr dran vorbei. Der hatte einen Kühlschrank und es tut mir leid, lieber Sammer, nur Dosen, die der auch so im Laden verkauft. Weil um die Ecke ist eine ganz kleine Brauerei, die nennt sich Cierzo Brewing. Und die haben auch einen eigenen Laden, der aber an dem Tag geschlossen war. Und die verkaufen eben verschiedene selbstgebraute Biere, ganz, ganz tolle Sachen. Und ich bin so ein Stück, ich habe mir das empfehlen lassen und ich bin ein Stück nach dem Namen gegangen und ich würde die jetzt gerne so, das müssen wir jetzt nicht jedes Mal thematisieren, aber ich würde die jetzt gerne mit meinen Jungs hier verköstigen. Lese deswegen einmal vor, was es alles gibt. Es gibt zum einen, musst du vielleicht mal sagen, ob dir das zusagt, das würde mir zum Beispiel nicht zusagen, Tarantula Black IPA. So Schwarzbier mag ich persönlich gar nicht. Aber da ist eine geile Spinne drauf. Dann gibt es, und das fand ich natürlich für den Beef und mich und ich glaube auch für den Prollo und eigentlich auch für den Sam, eigentlich für uns alle und wahrscheinlich auch für den Divi, Hey Hop, Let's Go, Hazy D-IPA, was immer D-IPA ist. Das habe ich getrunken, war sehr lecker, steht Punk und Rock und sowas drauf, also auch nettes kleines Ding. Dann habe ich einmal, das hatte er mir empfohlen, Cobblestones sind diese sehr kruden Steine, so alte Steinhäuser, bestehen aus Cobblestone, Triple IPA. Müsste der Beef mal sagen, was das Ganze zum Triple IPA macht oder eben unsere Bierpäpste aus der Biersendung, das ist Cobblestone und dann... Wie ihr seht, der hat mir so einen Träger gegeben. Ich wollte eigentlich nur 3 mitnehmen, weil die ziemlich teuer waren. Aber da hat er mir so einen Träger gegeben, wo halt dummerweise 4 Dosen reinpassen. Ja, komm, eine packen wir noch ein. Und Verkaufstalent. Dann habe ich die gesehen und musste die natürlich mitnehmen, weil das für unsere Sendung wie gemacht ist, Propaganda. Ein Hazy IPA nochmal. Hast du die wenigstens umsonst bekommen?
Nee, gar nicht. Ich habe dann so angefangen, hier Podcast, bla bla, aber der Spanier, der blieb ziemlich cool und sagte dann irgendwie, ich sag nicht was, aber hat mir das dann mit auf die Rechnung gesetzt. Aber als ich die dann bezahlt habe am Ende des Tages, war mir sowas alles von egal. Also das. Also ich dachte, wäre es dann schlagartig wieder nüchtern gewesen. Aber, nee, so schlimm war es auch nicht. Aber wobei, also dieses, es sieht halt aus wie eine stinknormale Dose. Man muss aber halt bedenken, der verkauft die da halt zu IPA-Preisen. Also viele tranken das auch in der Bar, diese Dose, weil er das halt gerade nicht am Zapfhahn hatte. Und angeblich schmeckt es so, ich habe es jetzt richtig wochenlang gekühlt, so wie aus dem Zapfhahn. Und ich muss den Sammer mitleidig angucken und sagen, alkoholfreies IPA hatte der nicht in seinem Kühlschrank. Also ich denke ja gerne immer an dich. Diesmal ging das leider nicht. Na, der kann gar nichts, der Typ. Ja. Dieses Triple IPA, also das ist ja genau das Gegenteil von dem 0,0. Das hat 9,8%. Das kannst du auch schon fast schneiden. Also insofern. Ja, wir können es ja hochtrinken. Das hat 6 hier, ja, genau. Das Propaganda. Das Tarantula hat irgendwie auch 6,4. Und das hat 8,5, das Rock'n'Roll. Das hab ich getrunken, das war wirklich super lecker. Das hatte der auch am Zapfhahn. Aber immerhin sehen die Dosen ganz cool aus, aber das sind Etiketten, oder? Ja. Das sind aufgeklebte Etiketten. Ja, ja. Das ist, wie gesagt, eine relativ kleine Craft-Bier-Brauerei. Die gibt es nicht mal bei Wikipedia. Ich habe es eben nachgeguckt. Das Problem der Kleinbrauereien besteht letzten Endes auch darin, dass dieses Thema Flaschen und vor allen Dingen Flaschenreinigung für die gar nicht zu wuppen ist. Die können die Flaschen gar nicht reinigen. Das heißt, die gehen ganz oft auf Dosen, weil das deutlich besser handelbar ist. Das ist ja hier bei Alemania genauso in Bonn, dass die ganz oft in diese Richtung gehen. Dann, ihr seid, ich hatte ja mein Geschenk an euch, dann fangt ihr mal an. Trink du auch was, Junge. Ja, ich trinke auch was, aber so, dann können wir nämlich mit der Sendung weitermachen. Gucken wir mal, dass wir das auf die Dinger da verteilen und den Rest gibt er mir. Riecht auch schon hin. Gut. Ja, also die. Also ich bin über diese Sendung, ich war früher kein IPA-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das finde ich zu fruchtig. Ne? Ich mochte das nie so fruchtig und so. Aber über diese Sendung, weil der Beef das gerne auch mitbringt, bin ich tatsächlich so ein Liebhaber geworden auch. Und dort in der Bar an dem Abend war das alles perfekt. Ich habe da 4 oder 5 Bierchen getrunken. Verschiedene Art. Am Anfang habe ich mit einem ganz leichten Pale Ale, das hatte tatsächlich nur 4%, gibt es auch. Das fand ich sehr angenehm, weil ich mag auch nicht so starkes Bier normalerweise, angefangen. Und das schmeckt einfach, also es ist schon sehr lecker, wenn es richtig gemacht ist. Also habe ich mich ein bisschen reingetrunken. Also in dem Sinne, ja. Prost, schön, dass du da bist, Divi. Und ich hoffe, wir zaubern jetzt ein Lächeln in dein Gesicht. Das habt ihr schon gemacht. Prost. Ja, würzig. Würzig. Dann, ja, das ist tatsächlich sehr lecker. Das war jetzt Propaganda, ne? Das war jetzt, wir hatten mit dem leichtesten angefangen. Genau, das war die Propaganda. Wir machen mal hier direkt Propaganda Craft Beer. Die Dosen fotografieren wir natürlich, gibt es dann in den Shownotes. Lohnt sich dieser, ich stehe auf so, das ist so ein bisschen, wie nennt man das jetzt? Das ist so ein bisschen Ostblock-Grafik, könnte man sagen, so Polish-Style. Also ich war in Polen in so einem Plakatmuseum, da waren auch sehr viele Plakate in dieser Art. Ja, das ist so ein bisschen dieses Ostblock oder also ja auch so dieses Sowjet-Style. Ne? Ja, also, genau. Also das könnte auch Leningrad Cowboys. 80er Jahre ja. Sowjetunion quasi oder so. Sieht man auch an dem umgedrehten R, das bewirkt schon einiges. Mhm. Ja, der kyrillische Einfluss. So. Damit wir die Leute auch auf unser Thema so einstimmen, würde ich vorschlagen, wir verlassen mal die übliche Reihenfolge und starten mal mit einem Beitrag zu unserem Thema, nämlich dem Urlaub. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to welcome you on the board of our aircraft. We will travel in the way, in the way. Ja, also ihr wisst jetzt genau, worum es geht. Schöner kann man es nicht zusammenfassen, was wir heute mit euch vorhaben. Ich erinnere mich noch ganz genau an diese Reise. Wer macht denn jetzt hier ein kleines Schmankerl mal zum Anfang und dann machen wir ein bisschen Good News, Bad News, würde ich sagen. Ja, soll ich direkt hier mit den Italienern anfangen? Ja, wenn es jetzt nicht zu juristisch ist, aber das ist ja hier das ist überhaupt nicht das juristisch. Handtuch, ne, war das doch. Das ist überhaupt nicht juristisch, keine Sorge. Da geht es jetzt um Sardinien konkret. Da hat eine Gemeinde an verschiedenen Stränden untersagt, Handtücher zu benutzen am Strand. Also jeder kennt das ja, der Prollo würde sagen, man kennt das ja.
Gehst zum Beach, legst schön ein Handtuch hin, sonstig, und gehst vielleicht mal ins Meer, kommst zurück, legst wieder drauf und trocknest schön und dann packst das Handtuch wieder ein. So. Und was nimmst du dann außer dem Handtuch wieder mit? Sand. Ach so, Sand. So ist es. Im Handtuch. Sand, genau. Und oder im Po. Ja. Imposant. Imposant. Gibt auch einen schönen Song von mir. Ich weiß. Aber es ist tatsächlich so, dass die Bürgermeisterin sagt, wegen der Strandtücher haben wir so viel Sand verloren, sie sind nass und der ganze Sand bleibt an ihnen kleben. Also sie ist tatsächlich der Meinung, dass dadurch, also es ist wohl Fakt, dass da irgendwie der Strand weniger Sand, immer weniger Sand hat. Und sie ist überzeugt davon, dass es dadurch kommt. Es gibt angeblich auch irgendeine Studie noch dazu, jetzt nicht genau von den Stränden, aber die das irgendwie belegen soll. Auf jeden Fall, ja, wenn du dann jetzt doch dein Handtuch mitbringst und dich da drauf legst, 100 Euro. Also das war doch, ich habe das auch gesehen, den Artikel. Ich fand es total skurril, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass Handtücher so viel Sand da wegschaffen. Hey. Wir hatten ja auch in unserer Sand- oder Bodensendung schon diesen Sandklau, dass Sand so wertvoll ist, bla bla bla. Das halte ich für wahrscheinlicher als die Touristenhandtücher. Und dann muss man doch irgendwie so eine Matte da drunter legen, damit das nicht passiert. Genau, man fragt sich ja, was sind die Alternativen? Und dann kennen wir ja diese Bastmatten, ne? Diese typischen Strandmatten. Die sind dann angeblich wieder in Ordnung. Ich frage mich, was sie machen, wenn jemand sich irgendwie kommt aus dem Meer und haut sich einfach so in den Sand. Ich hatte einen Kumpel hier, der Olli, schöne Grüße, der hat sich immer einfach so in den Sand gehauen. Paniert. Der hat sich dann schön paniert, genau, einmal schön rund. Und dann, was macht es mit dem? Also auch 100 Euro, ich weiß es nicht. Gibt es dann auch so einen Poritzen-Check, dann, wenn du den Strand verlässt, dass die dann das noch rausstreichen? Ja, die haben so einen Dyson am Strand ausgehauen. Oh. Genau, du wirst da abgekerchert am Ende. Ach, sehr gut. Mit Hochdruck. Was auch noch in dem Artikel berichtet wird, noch gerade ergänzend, fand ich auch ganz interessant. Und da habe ich wiederum durchaus gewisses Verständnis und vielleicht sogar Sympathien für. Die führen da oder haben da an verschiedenen Stränden Systeme eingeführt, die über App die Belegung der Strände steuern. Also da dürfen nur maximal an dem einen 700 Personen, an dem anderen Strand 1500 Personen, weil sie sagen, es sind sonst zu viele. Und da haben sie eine App eingerichtet und es gibt sogar dann auch ein Eintrittsgeld. Das ist das Praktische, wenn du so eine App einrichtest, hast du auch Kosten, dann holst du dich direkt wieder rein. 3,50 an dem einen, am anderen Strand waren es 6 Euro pro Tag. Und irgendwann ist der Strand halt voll und dann ist er quasi gesperrt. Wie sie das jetzt umsetzen, ob sie den Strand jetzt einzäunen oder was, das sieht man ja häufiger mal auch an Stränden schon, dass da irgendwie so Abgrenzungen sind, weiß ich nicht. Aber das ist wohl tatsächlich, das ist ja überhaupt ein Stichwort, ne? Das wäre ja eigentlich auch eine Diskussion wert, dieser Übertourismus oder wie man es nennt. Die Spanier gehen ja in verschiedensten Hochburgen mittlerweile auf die Straße. Weil sie sagen, ja, oder so auf die Touristen los, liest man ja auch immer wieder, dass sie die Touristen attackieren. Das habe ich noch nicht gelesen. Doch, das habe ich relativ viel jetzt gefunden, dass sie dann wirklich angegangen werden von aufgebrachten Einheimischen. Okay. Also. Ja, das hat ja verschiedenste Aspekte. Ne? Also ich glaube zum einen, klar, ist ja immer so ein einerseits bringen Touristen natürlich Geld, andererseits, wenn es zu viele sind, gehen sie einem auch wahrscheinlich gehörig auf die Nüsse, beziehungsweise haben ja auch Folgen für die lokale Wirtschaft. Also dann die Preise gehen hoch, dann gerade Airbnb ist dann ein Stichwort, dass zu viele Airbnb-Wohnungen dann einfach Probleme verursachen, weil dann der Wohnungsmarkt... Zu wenig Wohnraum für die Einheimischen. Ja, oder genau. Die Preise einfach absurd hoch getrieben werden. Das sind alles so Dinge. Hier weiß ich jetzt nicht, bei dem Beispiel mit den Handtüchern, ich weiß nicht, welche Region das ist in Italien, aber ich finde halt... Sardinien. Aber nur eine Kommune oder was? Oder ganz Sardinien? Ich weiß nicht, ob ganz Sardinien es waren, aber jetzt hier von 4 verschiedenen Stränden die Rede. Ist halt immer schwer einzuschätzen, ob das dann wirklich so ein lokales Phänomen ist, weil da halt irgendwie viele Leute, wirklich sehr viele Leute hingehen oder eher so Tagestouristen oder wie auch immer. Also ich meine, ein bisschen steuert sich's ja auch angesichts, wenn du in einer bestimmten Region bist, aufgrund der vorhandenen Betten beziehungsweise Wohnungen und Campingplätze und was auch immer. Ja, ein bisschen schwieriges Thema. Vielleicht verkauft die Bürgermeisterin da ja auch diese Strandmatten, dass sie da eine Beteiligung dran hat. Das könnte sein. Da möglicherweise ein Geschäftsmodell entwickelt hat. Da hat noch so ein paar, paar Kärcher in der Garage, die vermietet werden. Genau, und sie ist doch genau Kärcher, Verleih.
Ja, ich weiß nicht, ob das derselbe Artikel war. Ich habe hier auch so ein Ding rausgezogen gehabt, habe ich jetzt nicht angeteasert, vom Reisereporter oder so heißen die. Und da gab es noch so andere skurrile Verbote. Zum Beispiel in Split musst du 300 Euro zahlen, wenn du irgendwo hinkotzt. Weil natürlich da, ich habe auch schon mal in Split, bin ich mal losgesegelt, da wird halt abends gesoffen, da sind diese ganzen Segelcrews und die ballern sich dann da weg, da hatten die ein Problem mit. Ich dachte, du sagst jetzt, ich habe schon mal in Split gekotzt. Nee, ich muss ganz selten tatsächlich. Er hat's zum Boot geschafft. Das ist mir ganz selten passiert, dass ich vom Alkohol spucken muss. Ich behalte den lieber drin. Flip-Flop-Verbot in Italien und in dem Zusammenhang. Flip-Flop-Verbot, warum das? Ja, so in Kirchen und so weiter. Ach so, ne? Das halten die dann okay, für. Ja. Das klatscht ja auch so ein bisschen auf den guten Marmorboden. Ja. So. Oder Selfie-Verbote finde ich sehr interessant, weil tatsächlich sehr häufig auch Leute zu Tode gekommen sind, weil sie irgendwelche Selfies gemacht haben. Da werden hier ganz verrückte Sachen gemacht. In Indien zum Beispiel steht hier erst kürzlich. Das ist natürlich für mich sehr schön, das Thema, aber nicht das Ergebnis. Erst kürzlich wurde ein Mann von einem Elefanten zertrampelt, weil er dem Tier wegen eines Selfies zu nah kam. Muss dir mal vorstellen, ich hasse die Leute, die das machen. Ich habe das schon in Kanada, überall, wo ich war, immer gehasst. Kann das also super gut verstehen. Und da steht auch dein Handtuchverbot. Aber was ich eigentlich sagen wollte, so ein skurriles Ding ist auch noch Kaugummi, das wusste ich nicht, Kaugummi kauen in Singapur ist mit richtig hohen Strafen belegt. Kaugummi kauen oder das Kaugummi ausspucken? Das sowieso, aber auch das Kauen. Also das Ausspucken, damit haben sie es nicht bewenden lassen, haben gesagt, naja, wer kaut, spuckt im Zweifel aus oder klebt irgendwo hin. Und das war richtig teuer. Also müsste es jetzt nochmal recherchieren, aber so Singapur ist ja wohlhabend, also musste richtig tief in die Tasche greifen. Und ich wollte euch mal fragen, was ist denn auf Sylt verboten? Sylt hat nämlich auch ein, wie ich finde, recht skurriles Verbot. Gigi. Dings da. Genau, aktuell. Gigi D'Agostino, oder? Ja, genau. Vielleicht darf er da nicht mit dem Auto fahren oder so. Ich kenne das von Rügen, dass man da nicht mit dem Auto fahren darf. Nee, Sylt ist nicht autofrei. Da gibt's, da fährst du mit dem Auto auf die Eisenbahn drauf. Da, das habe ich auch schon gemacht. Mit dem Herrn Sommerhoff und dem Herrn Dieter. Jens Dieter, sag mal, kennt sie, war eine schöne Zeit. Da waren wir 25. Und da haben wir auch genau das gemacht, tatsächlich, was verboten ist. Vielleicht stand es damals noch nicht in der Satzung, aber. Beträge unter 10 Euro zahlen. Genau, billig Bier am Aussehen. Ihr habt euch nicht so Pullover so über die Schultern gehangen, mit den Ärmeln vorne zusammengeknotet. Nee, wir haben tatsächlich das Gegenteil gemacht. Jetzt kann ich wieder eine Jugendsünde erzählen. Wir haben abends immer in Westerland in so einer Bar vorgeglüht und dann irgendwann haben wir alle drei mit Oberkörper frei in dieser Bar gestanden und der ganze Rest dann irgendwann auch. Also wir haben da viele Trends gesetzt. Auch Bananenweizen haben wir in einer anderen Bar etabliert. Das am ersten Abend hat er gesagt, was wollt ihr haben? Und am zweiten Abend kam er da vorbei, der stand draußen auf der Tafel, heute Bananenweizen. 5 Mark. Das war sehr, sehr schön. Nein, aber was verboten ist, hat auch mit einem Thema unseres Podcasts, den ich heute schon mehrfach jetzt selbstreferenziell gesagt habe, zu tun. Polochsonnen? Fast. Imposant, du darfst da mit dem Po in den Sand und auch mit dem Handtuch, aber du darfst angeblich laut Gemeindesatzung keine Strandburg bauen. Ich weiß nicht warum, du darfst angeblich, haben sie hier geschrieben, auf Sylt keine Strandburgen bauen. Wegen der Verunstaltung der Natur und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was da für Strandburgen gibt. Wahrscheinlich so wild. Oder so. Versailles. Ja, wenn sie da mit Betonmischer anrücken. Das ist ja kein Reihenhaus hier. Stabil hier ein Schloss aus Sand. Genau. Ja, sehr schön, sag mal. Aber so. Das ist ja totaler Kappes. Ja, was ich übrigens abschließend noch, was ich übrigens echt ein krasses Verbot finde, was mich schon vor ein paar Jahren mal auch echt genervt hat in Italien, in vielen Städten, dass du dich nicht irgendwie hinsetzen darfst, irgendwie beliebig. Also da wirst du so ähnlich wie, wir kennen das ja in der Corona-Zeit, ne, da war es ja auch ein bisschen krass. Da durfte man dann auch nicht zusammensitzen. Und dann gibt es aber irgendwie in Italien, keine Ahnung, offensichtlich das Problem, keine Ahnung, dass da viel zu viele Leute da irgendwie rumhocken in Gruppen oder weiß nicht was. Und dann wirst du aufgefordert, bitte weiterzugehen. Und das finde ich in einem Land, wo es dann auch noch heiß ist,
ziemlich krass, aber das nur am Rande. Na gut, das haben wir in Deutschland auch, so komische Verbote. Da steht ja auch gerne auf Rasenflächen, dass du da nicht zu cool drüber schlendern darfst. Also die nennen das dann Rasenfläche betreten, nicht zulässig. Also ist auch komisch. Ich befürchte, dass das kommt. So ein alter Gag, der muss doch noch mal raus. Tut mir leid. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Überlege gerade. Will jemand direkt anschließen oder machen wir ein kleines Intermezzo mit unseren guten und schlechten Nachrichten? Die sind ja auch immer schön. Ach, eine habe ich noch. Komm, da komm, dann machen wir das Intermezzo als kleiner Teaser. So, wir sind tatsächlich jetzt gar nicht so weit in der Ferne, sondern wir fahren mit der Bahn zwischen Nürnberg und Hof. Und da fährt auch ein Herr in der Bahn mit. Der ist sich nicht sicher mit seinem Umstieg bei Oberkotzau. Das hat jetzt aber nichts mit der Sache an sich zu tun. Und fragt dann eine mitreisende Dame, weil er kein Deutsch kann, tippt er das in sein Handy, lässt sich das übersetzen. Die Dame geht dann unauffällig nach vorne und plötzlich ist der ganze Zug voller Bullen und wird evakuiert. Was kann denn da passiert sein? Bullen oder Polizisten? Selbstverständlich Polizisten, habe ich mich verlesen. Auf dem Land in Bayern kann das ja passieren. Wir haben schon Kühe in der Bahn gehabt hier. Er wollte was übersetzen lassen, oder was? Er wollte was übersetzen lassen. Der hat dieses Monty Python Wörterbuch gehabt. Ja, du gehst auf jeden Fall in die richtige Richtung, deswegen habe ich mich auf Willst du mit mir nach Hause kommen und Fiki Fiki machen? Was mit Terror ist oder was? Ja, das war richtig. Also der erste schwere Fehler, der Mann unterlaufen ist, ist, dass er Iraker ist. Das ist ja immer schlecht, oftmals. Und dann hat er sich tatsächlich, also man ist sich nicht sicher, ob er sich möglicherweise vertippt hat oder ob er, weil er wohl einen kurdischen Dialekt spricht oder vielleicht beides in Kombination, ist aus seiner Frage, die sich auf die bevorstehende Zugteilung bezog, wohl geworden, dass der Zug generell in die Luft fliegt. Oh Gott, oh nein. Und genau, die Frau, die er angesprochen hat, ist dann unauffällig zum Zugbegleiter. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf mit Evakuierung von 80 Reisenden, Sprengstoff, Spürhunde, Verspätung und so. Und der gute Mann, ja gut, was will er machen? Der ließ sich dann auch mehr oder weniger widerstandslos festnehmen. Der wusste nämlich überhaupt nicht, was los war. Und dann konnte sich das aber zum Glück aufklären. Hat er jetzt ein neues Übersetzungsprogramm? Oder? Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich. Ich gehe mal davon aus, dass er sich da vielleicht umorientieren wird. Hat er die Suchmaschine von jihad.com irgendwie benutzt? Oder? Vielleicht gibt es das Wort Zugteilung ja auch im Kurdischen gar nicht. Ja, aber das hat keine andere Bedeutung. Also. Oh Mann, okay. Lost in Translation. Wirklich, doof, ja, genau. Was ja dann irgendwann, ich meine, diese Übersetzungs-KIs, also hier DeepL zum Beispiel und so, die sind ja inzwischen schon extrem leistungsfähig. Das muss man ja wirklich zugeben, dass die nicht nur solche völligen Hanebüchenen Plimplam da übersetzen, sondern tatsächlich auch, ich sag mal, mehr oder weniger umgangssprachliche Redewendungen tatsächlich richtig übersetzen. Also, dass die das verstehen und so, das finde ich schon ganz erstaunlich. Und die gibt's ja noch nicht so lang, also würde jetzt sagen, wenn die Entwicklung sich so weiter, dann werden die natürlich besser und besser. Das ist natürlich der Witz des Ganzen. Und irgendwann sind wir dann wahrscheinlich bei so einer 1-zu-1-Übersetzung wie so ein Babelfisch. Also dass das dann wirklich das Ding ich wollte es gerade sagen, also ich sag dir mal so eine ganz praktische Urlaubs- und Reiseerfahrung, jetzt wieder von meiner zurückliegenden Busreise. In Spanien ist es leider in vielen Museen, die habe ich mir durchaus auch angeschaut, zum Beispiel das Goya-Museum in Saragossa, gar nichts auf Englisch. Also die schreiben das eiskalt, ein weltberühmter Künstler, du gehst da rein, waren auch viele andere Touristen, aber so Teile der Ausstellung waren komplett auf Spanisch gehalten. Fand ich jetzt sehr schade. Ich bin keiner, der jetzt alles liest, aber so ein bisschen will man ja schon was mitnehmen. Und da bin ich wirklich mit Google hingegangen und das haben viele gemacht, haben das, du fotografierst das einfach, drückst einmal auf Lens und der übersetzt dir das im Bild. Also du hast das Foto dann, als ob das auf Deutsch wäre. Der Wahnsinn. Also das ist schon, und zwar wirklich so Schnipp und dann ist das kein schlechtes Deutsch. Also nicht so wie früher, drücken die A-Knopfen von die Spielekissen für Gamepad oder so. Und dann Zugteilung. Ja. Ja, das ist... Wobei ich genau die Übersetzung, ich kenne das von Google Lens, ich finde es schon, also qualitativ schon noch ausbaufähig.
Aber der Beef hat mich jetzt eben auf den Gedanken gebracht, das ist ja tatsächlich ein krasser Zukunftsgedanke, wenn die KIs so richtig ausgefeilt sind, dann hast du demnächst im Handy so einen Simultanübersetzer. Du musst die Sprache nicht mehr lernen, sondern und du musst es dann auch nicht irgendwie das Handy jemandem blöd zeigen, sondern du laberst da rein und dann kommt das quasi direkt übersetzt raus. Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich glaube, das ist dann eher so ein Ding, dass du so ein In-Ear-Ding hast, also dass du quasi wie so ein Kopfhörer hast und der mit einem Mikro, der den, also das gibt's ja jetzt schon, dass die den Schall auch von außen wegdrücken können. Also das ist jetzt, ist egal, wie es gemacht wird, aber auf jeden Fall. Und dass du über ein Mikro und dass es da eine quasi Simultanübersetzung gibt. Und das wird dann so kommen. Also das brauchst keine Fremdsprachen mehr lernen im Prinzip. Wobei das auch lustig sein kann. Also ich habe mal in Tokio in einer Bar in der Piss Alley, die gibt's wirklich in Tokio, auf Japanisch habe ich es jetzt vergessen, ist eine kleine Straße, sind links und rechts ganz viele Typen, die da rumstehen und da sind ganz viele so ganz kleine Kaschem, wo halt, wo du essen kannst. Und das ist auch sehr, sehr lecker. Warum die Piss-Alley heißt, das müsste ich nochmal nachgucken. Ist wie gesagt super klein und so typischerweise ging man wahrscheinlich früher dahin, um mal zu strullen. Und heute ist es aber ein Touri-Hotspot. Und ich habe mich dann da auch reingesetzt, da war ich alleine unterwegs und habe dann drei japanische Architekten, wie sich rausstellte, kennengelernt, nur sprach ich kein Wort Japanisch und die kein Wort Englisch. Und dann haben wir uns einen sehr schönen Abend 2 Stunden lang unterhalten, indem wir immer das in Google eingegeben und die, weiß gar nicht, wie die Google-Tussi heißt, die liest das ja auch vor. Dann haben wir immer so auf den Knopf gedrückt und das so hingehalten. Das geht so in die Richtung. Also da hat jemand für mich dann gesprochen und dann immer so, und dann kam sie wieder so die Antwort da reingetippt und dann mir das so hingehalten auf Deutsch oder Englisch war es. Es war Englisch, aber es war wirklich witzig. Und wenn ich mir das noch ein bisschen direkter vorstelle, dann kannst du ja ganz neue Welten erschließen. Ja, deswegen. Ich finde das ultra spannende Entwicklung jetzt, was, also ich sag mal, als Beispiel jetzt DeepL oder Google-Übersetzer und wen es da noch alle gibt. Und und da wird auch das Thema KI natürlich nochmal richtig, macht ja schon, also das ist ja im Hintergrund auch schon. Also ich finde das faszinierend und das, weiß nicht, ob es dann darauf hinausläuft, dass man dann keine Fremdsprache mehr können muss. Oder Sprachverlust ganz allgemein. Ja, genau, oder irgendwelche Konsonanten vertauscht. Aber es ist tatsächlich. Also ich finde das schon, das wird eine spannende Entwicklung irgendwie. Das kommt, also das ist absehbar, würde ich jetzt mal sagen, mit meinem Laienverständnis. Das ist jetzt nicht irgendwie völlige Zukunftsmusik und Douglas Adams hat es schon in den 70er Jahren beschrieben. Das ist das richtig Coole. Der hatte den Babelfisch, deswegen komme ich da drauf. Die haben das Ding sich ins Ohr gesteckt. Das finde ich eine extrem geile Sache. Und es wird auch irgendwann einer kommen, der einen Babelfisch hat. Dann brauche ich ja gar keine Pauschalreisen mehr machen. Ja, ich fahre ja nur dort, wo das Personal Deutsch spricht, wie so viele. So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier ein Intermezzo machen. Unser Gast, Divi, der kommt gar nicht zu Wort. Wir sind so redselig heute. Wir sind echt in Hochstimmung, würde ich sagen. In Sommerstimmung, in Urlaubsstimmung, könnte man fast meinen. Aber wie geht's dir denn so bisher? Wir haben hier eine halbe Stunde schon locker überschritten. Ja. Ich finde, ich kann mir hier, ich habe ja mein Bier, ne? Deswegen bin ich ja eigentlich hier. Wobei das Tarantula erwartungsgemäß mir nicht schmeckt. Ja, also das eine war da richtig gut. Das erste, das Propaganda, also wirklich gut. Das, bei dem zweiten, ich glaube, ich bin da ein bisschen wie du, Schwarzbier oder dunkles Bier ist eher nicht so meins. Mhm. Aber wir haben ja noch. Zwei Tore. Also Punk, das kann ich euch sagen, das schmeckt gut. Cobblestone kenne ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was Triple IPA ist. Klingt wie so eine Melange aus 3 verschiedenen IPAs. Nee, es ist einfach sehr stark. Das ist, glaube ich, einfach ein Hochprozent, also ein Brauverfahren, wo einfach der Alkohol, mehr Alkohol drin ist. Also so wie ein Doppelkorn, nur als Bier. Ein Trippelkorn. Der nee, Doppelkorn ist gibt ja auch in den belgischen Bieren gibt es ja auch Triple etc. Stimmt, das, mag ich aber auch nicht. Die sind halt einfach stärker dann immer. Ich meine, das Dunkle hier, das schmeckt immer so ein bisschen wie Brot. Mhm. Ne? Ich meine, das ist wahrscheinlich sehr nahrhaft, muss man sagen. Also früher hat man ja auch nur was ist getrunken. Auch für spät im Leben, wenn du keine Zähne mehr hast oder so, dann ist das natürlich Flüssigbrot, ja. Du kannst auch aus Brot auch Alkohol machen. Der angenehmere Brottrunk. Ich habe jetzt einen Bericht gesehen von einem Bäcker, der seine kompletten Reste, die er hat, die er sonst immer weggeschmissen hat, jetzt zu Alkohol umwandelt. Also bisher nur Industriealkohol, also nicht trinkbar. Aber im nächsten Schritt will er daraus richtig Schnaps machen, der trinkbar ist. Ja, warum nicht? Ja. Macht er abends noch länger auf, tagsüber Bäckerei, abends Kneipe. Ja.
abends kommen auch die Zombies raus. Ach, und dann Donner. Kriegt man sowas hier. Oh, I got good news and bad news, girls. The good news is your dates are here. What's the bad news? They're dead. Shit. Wie immer, shit. Immer wieder schön. Und heute für euch an den Good News Beef Rogers, an den Bad News der Herr Sommer. Und ich würde vorschlagen, der Beef fängt mal mit den guten Nachrichten an. Dann fange ich doch mal mit der guten Nachricht an. Also ich nehme mal was auf, dass, wie gesagt, die EM ist ja kurz vor dem Abschluss und da hatte ja nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft der Nagelsmann ja auch ein relativ emotionales Interview gegeben. Und da ist ein Zitat, darum geht es mir jetzt hier. Es geht mir nicht um das Nagelsmann-Interview und auch nicht um das, sondern einfach nur, das ist so ein bisschen der Steigbügel, worum es dann danach geht. Zitat, wenn ich dem Nachbarn helfe, die Hecke zu schneiden, ist er schneller fertig, als wenn er es alleine macht. Zitat Ende. Thema Nachbarschaftshilfe. Und das gibt es tatsächlich in einem Verein in Lörrach unter anderem. Das finde ich jetzt nett. Die helfen sich gegenseitig beim Einkauf, Haushalt, Gartenarbeit, Computer. Und der Witz ist, man bekommt dafür einen Zeitgutschein. Das heißt, man wird nicht entlohnt oder kriegt irgendwie sonst was, sondern bekommt einen Zeitgutschein und kann ihn selbst einlösen, wenn man dann selbst Hilfe benötigt. Das finde ich eigentlich eine ganz witzige Idee. Das ist so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Nachbarschaftshilfe organisiert. Und das kommt ursprünglich wohl aus Österreich, gibt es aber auch in Tschechien, inzwischen Deutschland, viel im Ländle, also Baden-Württemberg, auf dem Land auch. Und hier, das ist die Lörracher Zeitbank und die gibt es seit 9 Jahren. Und wie gesagt, das ist von bis, ich fahre jemanden in die Klinik nach Freiburg oder sie spendet die schönsten Blumen aus dem Garten fürs monatliche Vereinstreffen. Und Vereinsfreunde passen auf die Schildkröten auf, wenn sie weg ist und so weiter und so fort. Und da gibt es auch eine Leiterin, Gabi Vöglin. Und die hat diese Nachbarschaftshilfegruppe ins Leben gerufen und organisiert das auch. Und sie haben ungefähr 200 Mitglieder inzwischen in Lörrach und machen auch monatliche Feste etc. Und vermittelt auch die Helfenden untereinander. Das ist also wirklich so ein Hilfenetzwerk. Und wie gesagt, ich finde die Idee wirklich nett mit diesen Zeitgutscheinen, dass man dann selber einfach ein bisschen in Anführungsstrichen Dinge, die man selber gut kann, einzahlt und dann für andere Sachen, wo man dann auch mal Hilfe benötigt, das macht. Und das finde ich ganz spannend. Und sie sagt auch noch, also sie rät den Leuten auch, oder ein Zitat von ihr ist auch, helfen ist viel einfacher als Hilfe in Anspruch nehmen. Und sie sagt, gebt die Stunden auch wieder aus. Also wartet nicht, bis erst ein Notfall eintritt, sondern gönnt euch auch mal was. Ich finde das ganz spannend. Also ich finde das ein ganz spannendes Prinzip, ehrlich gesagt. Also ich muss gestehen, mir würde das tatsächlich ein Stück weit entgegenkommen, diese Zeitgutscheine. Weil wenn mich einer fragt, helfe ich auch gerne. Also ich renne jetzt nicht rum wie so ein Samariter. Ich wohne ja auch in so einer Siedlung, ne, Reihenhaussiedlung. Und wir haben, glaube ich, da eine ganz gute Gemeinschaft. Und wenn mich einer fragt, helfe ich jedem. Aber ich habe selber ein Problem, um Hilfe zu bitten. Habe ich wirklich. Also ich denke immer, da kriege ich doch irgendwie alleine hin. Mhm. Bevor ich irgendeinen meiner Nachbarn um irgendwas bitte, also da muss schon viel passieren. Meine Frau ist da ganz anders, sie sagt immer so, das ist super, das ist kommunikativ, das schweißt zusammen, man muss sich sozusagen Eier, Brot und Mehl ständig gegenseitig ausleihen, da bleibt man so in dieser Community so ein bisschen gemeinsam drin. Ganz andere Denke, mir ist es eigentlich eher mal unangenehm und wenn ich sozusagen mein Zeitguthaben da einlösen könnte und es vielleicht sogar ein System gäbe, das zu adressieren, würde das meiner Zurückhaltung da über die Hürde helfen. Ja, also scheint sie ja nicht allein zu sein, weil das sagt sie ja, sie sagte ich ja eben auch, ne? Das ist tatsächlich, wohl gibt es einige, die das Problem haben, das dann auch wieder einzulösen. Also die helfen dann und machen und tun, aber machen so diese Hürde nicht so nach dem Motto, ich brauche auch mal Hilfe. Das ist, fand ich sehr schön. Ich finde das eine schöne Aktion, hat keinen monetären oder sonstige Interessen dahinter und es ist einfach nur schön. Schön. Good so, News quasi. Jetzt aber zu den Bad News. Und wie wir das seit einiger Zeit machen, wir wollen die so ganz live und ungefiltert euch präsentieren. Man kann das so nach ein paar Tagen dann, wenn der Podcast-Termin ist, schlecht vielleicht nochmal auf den Punkt bringen. Deswegen schicken wir uns selber, merkt ihr ja schon, Sprachnachrichten. Und das hat der Sommer auch getan, die Tage. Und ich sag euch, der war richtig am Sicken. Moin. Ich habe hier gerade in der Washington Post zu dem
Urteil des Supreme Courts von gestern gelesen, wonach der Präsident für Amtshandlungen absolute Immunität genießt. Ich bin total geschockt. Ich bin total geschockt und ich muss sagen, noch mehr als das. Mir macht das Urteil richtig Angst. Der Supreme Court hat meines Erachtens durch dieses Urteil die Tür für die Errichtung einer Diktatur in den USA weit, weit aufgestoßen. Unglaublich. Ich bin fassungslos. Ja, was merkt man dir an, lieber Sommer? Ein Profiteur oder der Profiteur ist sicherlich er hier. My father gave me a small loan of $1 million. Ja, also ich meine es so, wie ich sage. Ich habe auch seither viele kompetente Meinungen oder Artikel dazu auch noch gelesen. Und ich finde es echt schlimm und beängstigend, weil der Typ kann im Prinzip alles, wenn er es irgendwie als Amtshandlung quasi ausführt, kann er machen, was er will. Dem stehen ja auch irgendwelche speziellen Militäreinheiten stehen dem unter. Wenn der Bock hat und will ein paar Demonstranten niederschießen, dann gibt er halt den Befehl dazu. Ist eigentlich egal, weil ihm kann nichts passieren. Die Polizisten könnten sich auf den Befehl berufen oder würden von ihm begnadigt, wie auch immer. Also es ist eine Katastrophe. Hm. Ja, ich völlig bei dir. Ich habe aber auch echt gestutzt, als ich das gelesen habe. Und auch so die Konsequenzen, wenn man es mal nur zwei Schritte weit oder einen Schritt weiter denkt, wie du es ja gerade schon gemacht hast, dann das ist es. Und die Message, die da auch mitschwingt, also ich finde halt, und das ist willkommen in der Diktatur, es ist doch ein fatales Zeichen, wenn ich irgendjemanden über das Gesetz erhebe. Also genau das ist ja das, was ein Diktator, König früher, was auch immer macht. Also ich meine, französische Könige, der letzte ist nicht umsonst geköpft worden. Also das hatte exakt solche Gründe, dass die sich seit Jahrhunderten über alles erhoben haben, über Recht und über alles. Und das ist hier der nächste Schritt dahin. Ich finde das bizarr. Ich finde es im Vorfeld auch bizarr. Das ist dann mir damals dadurch noch mal bewusst geworden, weil das Thema dann ja damit im Zusammenhang steht, dass bei diesem Supreme Court halt auch diese Leute auf Lebenszeit, also berufen werden und auch nach politischer Gesinnung berufen werden. Also Trump hat da ja installiert während seiner ersten Amtszeit. Ja. Hatte auch noch Glück, dass dann eine demokratische Richterin gestorben ist irgendwie und so ein Kram, aber das ist schon auch so ein Sturz einer Demokratie so in Zeitlupe irgendwie so ein bisschen, ne? Also das ist ehrlich, also das ist, ja, macht ja wirklich Angst. Nicht jetzt, nur in Zeitlupe, sondern vor den Augen der Welt. Ja, also wir reden da schon ja lange drüber. Ihr werdet euch erinnern, in Episode 16 habe ich den Diktator Trump vorgestellt und da hat man schon diese Tendenzen eben gesehen und er hat es wirklich konsequent weiterverfolgt. Sein Strich in der Rechnung war, dass der Biden ihm da die Wahl angeblich geklaut hat vor ein paar Jahren. Aber wenn er jetzt zurückkommt, dann hat er eigentlich das Feld bestellt. Ja, das Schlimme ist eigentlich, dass er ja nicht nur 8 Jahre hatte, sondern dass er jetzt 4 Jahre Vorbereitungszeit für die nächsten 4 Jahre hätte. Ja, und dass er auch weiß, jetzt brauche ich auch keine Wiederwahl mehr, es sei denn, er ändert die Gesetze. Ich weiß nicht, welche Voraussetzungen es dafür gibt, aber da kann er doch seinen Kumpel Zelensky, ach nein, war es nicht Putin, anrufen. Ja, ich möchte noch ergänzend zum Beef was zum Supreme Court sagen. Das finde ich halt auch erschreckend, dass, also eigentlich ist ja so ein Verfassungsgericht dafür da, die Verfassung auszulegen. Jetzt ist es aber hinsichtlich der Immunität so, dass in der gesamten Verfassung überhaupt nichts, überhaupt keine Anhaltspunkte dazu sind, dass ein Präsident irgendwie immun sein könnte. Überhaupt ist zu dem Thema da nichts zu finden. Also das habe ich nicht, weil ich es selbst gelesen habe, aber das sagen andere in den USA-Experten. Für mich sieht es so aus, als ob der Supreme Court sich schlicht und einfach, der hat quasi die Gewaltenteilung aufgehoben, er hat sich als Gesetzgeber betätigt. Er hat jetzt selber Recht geschaffen und nicht das gemacht, was er eigentlich tun soll, nämlich die Verfassung auszulegen. Das finde ich schon ziemlich krass. Und abschließend noch der Gedanke, wenn man sich überlegt, dass das jetzt überhaupt nur aufgekommen ist, weil Trump wegen seiner ersten Amtszeit woanders vor Gericht gestellt wurde. Dann, das ist ja quasi, das stellt das ja alle ganz ja komplett auf den Kopf, weil dann hätte man es besser nicht gemacht, hätte man es gelassen, dann hätten wir dieses Urteil jetzt nicht.
Und dann hätten wir wenigstens noch gewisse theoretische Grenzen, die diesen Wahnsinnigen bei einem Wahlsieg einschränken. Und jetzt jetzt haben wir das Urteil in der Welt. Ja, und gleichzeitig einen sehr stark abbauenden, amtierenden US-Präsidenten. Also keine gute Gemengelage. Wirkliche Bad News hier vom Sommer. Das lassen wir jetzt mal so sacken, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, wie man den Bogen spannt, vielleicht zum Festivalsommer. Ich hatte es ja angeteasert. Könnt ihr das mit Bier machen? Mit Bier? Übergang? Wir können den, genau, also jetzt ist gerade, wie heißt es noch, Rock'n'Roll oder Hop'n'Rock? Hey, hop, let's go. Hey, hop, let's go ist jetzt am Start. Also das schmeckte mir im Laden super gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es zu Hause schmeckt. Ist ja oft nicht so gut dann. Da frage ich mich, warum er es nicht Hey Ho, Let's Go genannt hat, ob er da vielleicht juristische Probleme gesehen hätte. Wegen Hop. Was? Also wegen Hopf. Ja, Hopfen. Ja, ja, das ist so. Ein Bier. Das stimmt, aber ja, ich hätte gedacht, vielleicht müsste es eigentlich mehr gereimt werden. Du bist doch hier Bier. Ja, aber der Reim. Ja, aber das Bier. Also aber das der Reim. Der hätte halt sagen, hey, hop, let's pop oder so. Ja, schon besser gemacht. Ja, genau. Aber es ist großartig. Ja, gut, dass die Champagner mag. Übrigens, also es ist wirklich großartig. Ja, also schmeckte mir auch super. Und vielleicht ist das auch bei den Dosen tatsächlich so, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen tatsächlich einfacher, den Geschmack da drin zu halten. Bei Flaschenbier finde ich es oft schwierig, keine Ahnung. Also die hatten da alle gar kein Problem, auch im Laden sich so eine Dose für x Euro zu bestellen. Also fand ich bemerkenswert. Das sieht ja erstmal immer ein bisschen billig aus. Ja, gibt es aber hier auch, also gibt es viel. Also Dosen gibt es tatsächlich bei den ganzen Klein- und Kleinstbrauereien etc. gibt es da schon auch viel als Verpackungseinheit quasi. Ja. Ich weiß aber gar das ist nicht. Richtig gut. Das ist richtig gut. Beef, du warst ja auf dem Festival. Darf man eigentlich Dosenbier mit dahin schleppen? Nee, ne? Inzwischen alles nicht mehr. Früher gab's das Festival geht's ja nur um Kommerz. Also ich kann das ja sagen. Also ich war bei Rock Werchter in der Nähe von Brüssel ist das. War da aber nicht das ganze Festival. Das dauert 4 Tage, sondern war nur den Sonntag da, weil der Headliner da die Foo Fighters waren. Das war auch sehr geil. Und, und da gibt's halt dann ein kleines Bier, das war dann auch so ein 0,25er aus einem Plastikbecher. Wie soll ich sagen jetzt? Also Bier-Sommeliers schießt da direkt schon das Wasser in die Augen irgendwie. Und es gab, also diese 0,25 kosteten, meine ich, auch ungefähr 5 Euro. Also es war jetzt auch schon eher teuer und auch nicht besonders gut. Und naja. Es ist aber nicht schlimm, weil ich wollte eh nicht so viel trinken. Also insofern kam mir das entgegen. Man durfte da gar nichts mit reinnehmen. Also, glaube ich, wie im Flugzeug 100 Milliliter Flüssigkeit oder so ähnlich. Aber das war dann schon der Schweiß auf der Haut. Und wie war der Sound so? Der Sound war gut, tatsächlich. Der war sehr geil. Also, wobei jetzt muss man sagen, Foo Fighters, das ist jetzt ja nicht die, wie soll ich sagen, die allerfeinste Klinge des Sounds, sondern das ist hauptsächlich ordentlich Dampf. Und das war auch so. Die waren sehr gut. Und davor waren auch noch 2 Bands, die waren auch gut, also die wir mitgekriegt haben. Und von daher, der Sound war verhältnismäßig gut für so eine Riesenbühne. Also, dann wäre ich da 88.000 Leute. Ja, sehr groß. Ja. Also schon, das ist also alle Soundtechniker wissen Klang das. Jetzt nicht so groß. Mir sagt das nichts, das Festival. Das gibt's aber erst seit 1974. Also das ist. Ja, dann. dann ja. Nee, ist wirklich eins der Großfestivals. Also ja, so Glastonbury und Co. Okay. Also dir wird wahrscheinlich das Saga-Festival in Bukarest jetzt nicht viel sagen, ist nicht deine Musik. Das war jetzt die Tage im Juli, 7., 8. Juli, glaube ich, oder 6., 7. Juli. Und da hat es eben ein Eklat gegeben. Ganz kurz, Saga hat nichts mit der Band zu tun, ne? Nein, zum Glück nicht. Es ist eher so ein Elektronik-Festival. Sie hatten zum Beispiel, und darüber geht es unter anderem in dem Artikel von RomaniaInsider.com, ist aber auch in Englischen, das ist wirklich überall im Internet gewesen. Okay. Der DJ, der holländische DJ Hardwell, sollte da einen Gig spielen. Der ist, wer die Musik mag, sehr bekannt. Und er ist irgendwann völlig frustriert gewesen und hat dann so einen richtigen Rant, das könnte dann auch gleich die Überleitung zu unserem Social Media Rant sein, live auf der Bühne mitgeschnitten. Ich war zwar nicht da, aber ich habe ihn natürlich mitgebracht. I traveled all the way from fucking Holland to perform for you guys. I'm here, I'm here. Let me be really honest. This fucking festival
didn't pay me any fucking money to be here tonight. It's fucking shit. Nothing is worth it. If I'm here for you guys, I want to perform for you guys. The whole equipment, everything is letting me down. I can't perform. It's impossible for me to perform. The whole fucking DJ booth is shit. Fucking shit. I'm so sorry. I have to cancel the show so you guys know. We love you. Oh my God. Ja, die Fans, also waren auch 65.000 Leute. Okay. Ja. Er war einer der Hauptacts, waren ziemlich frustriert und passend dazu hat dann auch noch, ich weiß nicht, es wurde gemutmaßt, dass das vielleicht auch mit diesem Sound zu tun hat. Nicki Minaj, die kennt man ja auch, war auch eine englische Künstlerin, also man kennt sie eigentlich, Beef, also wenn man ein bisschen in der Richtung unterwegs ist. Nicki Minaj hat abgesagt, allerdings nicht wegen des Equipments, sie war ja noch gar nicht da, der Typ ist immerhin hingefahren, sondern weil irgendwo eine Demo in Bukarest war und sie Angst um ihr Leib und Leben hatte. Da hat sie eine Story gepostet und hat gesagt, oh, ich bin Mutter und ich muss gucken. Die hat gedacht, das wird jetzt das Festival gestürmt. Das war eine Demonstration gegen Jammerlappen. Vielleicht, ja. Also da wird gemutmaßt, dass sie das nur vorgeschoben hat, weil sie halt keinen Bock auf die Scheiße. Vielleicht wurde sie auch nicht bezahlt. Vielleicht war ja auch das Equipment gar nicht so schlecht. Ja, da wird jetzt drüber gestritten. Ich will das jetzt auch gar nicht in die Breite machen. Ich finde das Thema Festivals halt, ich finde Festivals auch geil. Ich gehe nicht viel auf Festivals. Beef, wir haben ja jetzt vereinbart, dass wir nächstes Jahr gehen. Wohin nochmal eigentlich? Wo habe ich dazu ja gesagt? Hellfest. In der Nähe von Nantes. Ja. Das ist sehr reizvoll, weil ich weiß aus Erfahrung, dass es in Nantes auch viel Street Art gibt. Also vielleicht fahre ich schon ein paar früher hin. Und gib mir Metal und Street Art. Aber das wird bestimmt super. Und ich weiß nicht, die Festivalerfahrung von euch anderen, Divi? Ja, klar, Wacken früher. Mhm. Ja, Rock Harz seit letzter Zeit, irgendwann nach Corona oder vor Corona war das dann nicht mehr so. Aber sonst war ich eigentlich öfters mal auf Festivals. Und hast immer noch die Bändchen an. Ja, ich könnte jetzt gucken, was das älteste noch existierende ist. Frag doch mal die. Da bin ich ja super. Frag doch mal die Bändchen, die können doch bestimmt schon einfacher machen. Ja, das Gute ist, da steht ja die Jahreszahl drauf. Ja. Das schneide immer direkt ab. Also das erste, was ich mache. Also die stand zumindest mal drauf. Ja. Was ich mich ja frage. Bei so vielen Terminen im Sommer, wie kriege ich denn da eigentlich eine vernünftige Reiseroute zusammen? Ach so, du meinst, wenn du jetzt irgendwie mal in Spanien unterwegs bist mit dem Womo oder so? Zum Beispiel, sagen wir mal, Street Art fotografieren möchte oder irgend sowas. Ja, und dann hast du irgendwie 20 Orte oder so und möchtest wissen, wie du da am geschicktesten hin und zurückkommst? Ja, das möchte ich wissen. Das wäre doch eine mathematische Aufgabe, sowas zu lösen. Ja, in der Tat. Das ist natürlich alles relativ schwergewichtig, was ich da mitgebracht habe. Aber genau so könnt ihr euch das vorstellen. Du willst irgendwie, reist du vielleicht, wir machen es vielleicht mal einfach. Wir starten einfach mal mit, du willst hier in Deutschland alle Millionenstädte besuchen. Ja. Da gibt es doch nur vier. Da gibt es nur vier, richtig, das ist gut. Das ist überschaubar, oder? Könnt ihr euch überlegen? Und bei Köln kann man noch diskutieren, aber... Ja gut, aber nach der neuesten Zählung sind sie über eine Million. Ne? Ich weiß nicht, die Zählung wird, glaube ich, nur alle 25 Jahre gemacht oder so. Vielleicht sind es beim nächsten Mal nur drei Städte. Dann wird das Problem wirklich sehr einfach. Genau, und wenn du jetzt sagst, ja, hast du München, Berlin, Köln und Hamburg. Und dann guckst du die vier Städte an und dann kannst du, wie viele Routen gibt es? Es gibt tatsächlich drei mögliche Routen. Also rückwärts, vorwärts haben wir jetzt nicht, nehmen wir mal mit raus. Ne? Und jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, habe ich mal die Entfernung mal mit den Routenplaner ausgerechnet, was so die kürzeste Entfernung wäre für eine Rundreise. Was würdet ihr schätzen? Wie viel Kilometer einmal die optimale Route? Wenn ich jetzt bei irgendeiner Stadt anfange? Du fängst bei irgendeiner an und willst dann auch wieder da zurückkommen. Ja gut, das ist ja eigentlich recht gut machbar. Du fährst am besten von Berlin nach Hamburg, dann runter nach Köln und dann nach München. Und du musst wieder hoch nach Berlin oder? Ja, du musst auch wieder zurück. Das soll eine Rundreise sein. Da würde ich sagen 2300. Mhm, okay. Ja, ich schätze auch gerade so ein bisschen, wie die Stadt ist. Ich sage 2500. Mhm, okay. Ich
Ich wäre jetzt eher bei 2000. Ja. Ja, gut. Ja, ein bisschen drunter wahrscheinlich eher. Also ich würde auch eher, also ja, um die bisschen weniger. Ich würde sogar noch ein bisschen weniger gehen. Längste Distanz ist, wäre wahrscheinlich die Köln, die ist die München-Berlin-Verbindung. Das ist wahrscheinlich die weiteste. Also wenn jetzt, also gut, kannst du ja Hamburg nach München, aber das ist auch sehr Quatsch dann irgendwie. Also wahrscheinlich macht es einfach so die Runde. Ja, da, also ich glaube, also ich würde auf jeden Fall Beef meine Route planen lassen. Ich glaube, die anderen scheinen da ein bisschen eher bei dem schlechtmöglichsten Fall zu liegen. Tatsächlich ist die beste Route 1869 Kilometer, die schlechteste 2380. Ja, ich will ja was sehen von der Welt. Der Weg ist das Ziel, Mann. Ja gut, aber dann, dann bist du eigentlich mit einfach blind drauf losfahren eigentlich genauso problemlos. Willkommen zu meinem Roadtrip, habe ich letzte Woche von erzählt. Genauso habe ich es gemacht. Ja, wahrscheinlich hast du es so gemacht. Es gibt ja da, um die Sachen zu lösen, ne? Also wie geht man jetzt vor? Ich meine, mit vier Städten ist das jetzt unproblematisch. Wenn du dann irgendwie 20 hast, wird es ein bisschen schwieriger. Natürlich, du gehst einfach so vor und nimmst halt die nächste Stadt. Ne? Du startest eine, guckst dir an, wo ist die nächste Stadt und dann gehst du wieder zurück, bis du dann irgendwann feststellst, dass du irgendwie in Spanien gelandet bist und willst nach Berlin zurück. Ne? Dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, musst du durch Frankreich und so weiter durch. Die Möglichkeit gibt's, aber die Mathematiker fragen sich natürlich immer, was ist denn das Beste, was ich denn überhaupt irgendwie zeigen kann? Ne? Also was kann man beweisen, was ist halt fix? Und das Ganze ist ein Problem prinzipiell, weil das heutzutage eigentlich noch viel interessiert. Vielleicht ne, irgendwie Navigationssysteme wäre natürlich eine Sache, obwohl das da gar nicht so wichtig ist, sondern was vielleicht eher wichtig ist, ist natürlich wieder zum Beispiel ein Paketdienst. Stellt euch vor, irgendwie. Ja, das habe ich mich tatsächlich gefragt. Also da, now we're talking, bei einer Reise nimmst du ja auch ein paar extra Meilen in Kauf, also wenn du keinen Zeitstress hast. Aber ein Paketdienst, der ist ja extrem im Zeitdruck und der muss ja unbedingt die optimale Route abfahren. Und der hat ja x-tausend, also übertrieben, aber sehr, sehr viele Pakete hinten drin. Ja, das ist genau. Also, und Adressen dahinter. Genau, es geht ja, es ist das Problem ist noch ein bisschen komplizierter, weil klar, du hast nicht nur eine Route von einem Fahrer, sondern du hast ja irgendwie genau x Pakete für x Fahrzeuge oder für n Pakete für m Fahrzeuge und ne, dann hast du noch Fahrer und Nichtfahrer und die müssen ja noch irgendwo verteilt werden. Das macht es nur noch komplizierter. Und die posten dann ihr Zeug noch bei x? Ja. Nein, mach mal weiter. Und genau, und jetzt dann deswegen fragt euch wahrscheinlich, weil irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja einige Paketlieferdienste, die vielleicht nicht so zuverlässig sind. Ich habe da schon schlechte Erfahrungen mit bestimmten gemacht. Ich weiß nicht, ob man die jetzt hier nennen darf. Aber, also ich würde DPD jetzt nicht nennen. Nee, nein, und Hermes auch nicht. Okay, dann nennen wir die beiden nicht. Und die haben halt vielleicht einfach nicht so eine gute Softwarelösung da drin. Also das Problem ist, es ist eigentlich praktisch unmöglich, auch mathematisch gesehen, aktueller Stand, dass man das exakt lösen kann, das optimale Problem. Also irgendwie jetzt für 4 Städte kann man das noch machen, aber schon bei 20 Städten geht es nicht, weil die Anzahl, selbst mit Supercomputern irgendwie heute, würde das zu lange dauern. Und du willst das ja, stell dir vor, irgendwie Ben hat jetzt sein Paket, möchte er heute nicht geliefert haben, sondern sein Wunschtag wird geändert. Dann musst du das ja sofort berechnen. Ja. Dann und deswegen kommen vielleicht manchmal Pakete nicht an. Ja. Also, oder so, das heißt, wenn ich mein Paket abbestelle, fährt der Typ sofort wieder nach Hause. Nee, es ist die Frage, ja, wie gut die Software ist. Dann kriegt dein Nachbar auch keine Post. Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ja, du kannst ja auch zwischendurch noch umbuchen. Also während das schon quasi ein Fahrzeug ist, kannst du ja sagen, ich hätte es jetzt gern zum Nachbarn X oder so. Du kannst dem Amazon-Mann auch in die Augen gucken und sagen, piep. Nee, aber wahrscheinlich werden die Routen gewichtet. Wenn jetzt in einer Neighborhood irgendwie fünf Leute ein Paket haben, dann ist sie wahrscheinlich höher priorisiert, als wenn da nur ein Idiot was bestellt hat und in einer anderen Neighborhood aber 5 Dinger ausgeliefert werden müssen. Und kann ich mir vorstellen, dass sie aus Kostengründen sowas machen? Das würde ein bisschen Sinn ergeben, aber ich glaube, eher sind Erfahrungswerte wahrscheinlich. Also wahrscheinlich gibt es so. Nee, also ohne Flachs jetzt. Also ich eher darin, dass man im Prinzip einschätzen kann, also das in einem bestimmten Viertel, also wahrscheinlich wird das so nicht also könnte ich mir vorstellen, dass in einem Viertel. Ein Viertel ist 0,25 auf Mathe. In bestimmten Vierteln. Richtig gut. Geografischen Vierteln, hau mir doch mal eine rein. Dass man ungefähr abschätzen kann, was da an Paketmasse regelmäßig kommt und dass man aufgrund dessen dann ungefähr sagen kann, was da dabei sein wird. Also das wäre jetzt so ein.
Also ich würde sagen, optimale Lösung kannst du vergessen. Mhm. Das stört auch den Mathematiker prinzipiell. Aber natürlich werden die meisten Softwarelösungen oder Ideen sind einfach Heuristiken. Und da fließt bestimmt auch sowas, was du Beef gerade gesagt hast, mit ein. Ne? Man muss ja auch wissen, wo wird man beschossen und wo sind irgendwie so, meinst du? Ja, so brennende Reifen auf der Straße, ja. Und so. Ich bin noch ein bisschen finde den Fehler in dem Satz, einfache Heuristiken. Ist das wirklich einfach? Oder? Ja, tatsächlich. Also tatsächlich, das, was ihr vorhin gesagt habt, man nimmt einfach die nächste Stadt, heißt zum Beispiel Nearest Neighbors. Mhm. Und damit kann man schon eine gute Lösung machen. Das Problem für den Mathematiker ist immer, der sagt immer, ja gut, das kann auch beliebig schlecht werden. Ne? Und ich meine, in der echten Welt, wenn du das machst, ist tatsächlich, man kann das relativ leicht statistisch ermitteln, dass du so 25% drüber liegt. Ich habe das auch mal hier für die 4 Städte gemacht, ich habe da mal alle Routen rausgemacht und da ist tatsächlich bei den 3 möglichen Sachen ist man tatsächlich dann bei den schlechtesten 25% weiter weg. Und im Mittel stimmt das auch. Und das ist auch vollkommen okay. Die Frage ist nur, möchtest du 25% weit weg sein oder möchtest du nur 5% weit weg sein? Ne? Weil das kostet, also für die Rundreise gebe ich dir zu, Ben, stimme ich dir zu, Ben, das ist eigentlich vollkommen egal, da willst du ein paar Kilometer mehr machen. Aber so ein Paketdienst möchte halt dann Geld sparen. Ja. Und da sind halt wenige Prozent oder Promille vielleicht sogar entscheidend, weil die machen das ja tausende Mal am Tag. Ne? Und dann wird dann tatsächlich relativ viel Geld investiert, um das besser zu machen. Ja. Aber mathematisch gesehen konnte es jetzt noch keiner besser schaffen, dass im schlechtesten Fall Faktor 0,5, also 50% schlechter ist. Also niemand, du kannst nicht garantieren, dass du nicht schlecht, also zwischen 1 und 1,5 der normalen Wegstrecke vom Optimum. Das ist aktuell noch nicht bewiesen und das stört die Mathematiker natürlich. Ja, aber wenn da so viel Volatilität drin ist, dass Leute ja auch spontan den Ablageort oder die Wunschzeit und so, die haben ja sehr viel Flexibilität, dann ist das ja auch also ein hochgradig flexibles System. Oder kommen ja ganz, die Faktoren ändern sich ja ständig. Es kommen ja auch noch externe Faktoren rein, die du ja im Vorfeld gerade berechnen kannst. Also irgendwelche Straßensperrungen kurzfristig, ein Unfall, irgendein Klimbim, der das Fahrzeug, was auf der Straße ist, auffällt. Irgendein schwatzender Nachbar oder sonst irgendwas. Also naja, es gibt viele Möglichkeiten, das kann man, aber das sind alles Dinge, die summieren sich dann halt. Ne? Das mögen dann vielleicht nur 3x3 Minuten sein, aber das sind dann auch schon 9 Minuten. Und die Frage ist halt, ob der Algorithmus, also ob sie dann wirklich neu berechnen oder ob sie es einfach so lassen, wie es da ist und dann kommt der Paketservice irgendwo hin. Ja, und ich meine, die geben ja auch bei dem, also ich meine, ich finde, das muss ich mal zugeben, jetzt wenn man irgendwelchen Krempel bestellt und das ist jetzt, egal ob es beim großen Amerikaner ist oder sonst irgendwo, oder auch über DHL und wer da anliefert, die geben ja immer nur einen Zeitraum an, innerhalb dessen. Also ich meine, die sagen dann Lieferung zwischen 16 und 19 Uhr und das tun sie nicht ohne Grund, weil genau, ich glaube, da sind dann diese so Faktoren noch drin, wo sie sagen, okay, ja, aber wir können es nicht auf 10 Minuten genau sagen. Und, also ich habe beim großen Amerikaner am Dienstag was bestellt, morgens um 11, und da hat er gesagt, der liefert mir das bis 22 Uhr und der war um 19 Uhr da. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Also wie die das machen können, da hat man so das Gefühl, da setzt sich einer nur für mich ins Auto und fährt mir das persönlich von irgendwo. Sind so, die Autos fahren permanent rum und warten eigentlich, bis du endlich, die KI weiß ja schon, was du bestellen wirst. Genau. Der fährt nur so Typen in der Nachbarschaft. Ja. Und der einzige Grund, warum die mal nicht kommen, ist, wenn der Sammer wieder als Ablageort Flensburg angegeben hat. Genau. Ja, genau. Und man muss ja auch noch berücksichtigen, dass so Sachen passieren, wie dass der Fahrer dann für denjenigen, wo er das Paket abgibt, dann noch irgendwie tanzen muss zum Beispiel. Ja, stimmt. Das hatten wir auch mal. Ja. Also, ja, oder kostet der, auch oder vielleicht der Lieferwagen da in der Einfahrt stehen bleibt, hatten wir auch schon. Ja, ja, also dass er da verreckt einfach. Ja. Also. Nee, das ist logistisch schon eine echte Leistung, was da im Guten wie im Schlechten. Also ich meine, das hat natürlich auch hat Gewinner, aber hat auch Verlierer, das ganze System. Also man könnte aber auch mathematisch, also ich finde das schon spannend. Also wie man dann kann man da nicht die AI fragen, die immer sozusagen die beste Route, also gibt es da auch so. Naja, das Problem ist tatsächlich einfach die schiere Menge von Möglichkeiten. Mhm. Ne? Also das ist nicht ganz, ich habe mich da ein bisschen, also ich habe da einen schönen Artikel, also falls das dann irgendwie im Nachgang irgendwo festgehalten wird. Für die Shownotes, ja. Genau, für die Shownotes. Der ist ein bisschen länger. Ich glaube, es geht ein bisschen tiefer rein. Er ist im Spektrum erschienen, im April 99. Also schon ein bisschen her. Heißt schön die optimierte Odyssee.
weil eigentlich geht es da um Odysseus und wie er seine Städte nach der Irrfahrt gemacht hat. Das ist sehr schön erklärt. Da kommt auch Käse drin vor. Also die haben sich bemüht, es möglichst einfach zu machen. Also wen es interessiert. Was sind denn die Sirenen dann? Also die kamen nicht drin. Der schwarze Nachbar wahrscheinlich. Also es wird dann sowas erzählt, ja, also eigentlich hätte das kürzer hingekriegt, ne? Ja. Aber er hatte halt so ein paar Schwierigkeiten, wie zum Beispiel, ja, vielleicht die Sirenen, irgendwelche Meeresgötter, die irgendwie ihm dann den Weg gestellt haben. Vielleicht auch der tanzende Nachbar oder irgendwie was weiß ich. Okay. Und da geht eigentlich der Artikel drum. Aber prinzipiell versucht oder trifft er dann sozusagen der Artikel dann die Aussage, dass das halt tatsächlich aktuell noch ein ungelöstes Problem ist, zumindest den optimalen Effizienz zu finden. Und deswegen hat man halt diese Heuristiken, die eigentlich aber ganz gut funktionieren. Also Divi, vielen Dank. Und liebe Hörenden da draußen, das war unsere neue Rubrik. Yeah, this is big brain time. Ja, muss man auch mal drüber sprechen. Definitiv. Ich finde es aber spannend übrigens. Also, wie gesagt, ich finde das wirklich cool. Und wie gesagt, diese Alltagslogistik nenne ich es jetzt mal, wie wir sie dann irgendwie inzwischen als selbstverständlich, dass man abends irgendwie da am Sofa hockt und bräsig und irgendeinen Krempel bestellt und am nächsten Tag ist er irgendwie da. Das ist echt alles andere als selbstverständlich. Da steckt wirklich viel dahinter. Das ist nicht banal. Das muss man ganz gleich mal sagen. Auch wenn man es als völlig normal empfindet, es ist es nicht. Also es ist wirklich komplex. Ja. Ich kann da auch noch als letztes Punkt vielleicht noch die Lanze für die Deutsche Bahn brechen, weil das Problem mit dem Fahrplangestaltung ist nämlich ähnlich mit dem verbunden. Definitiv. Und halt eben bei so vielen Städten halt auch nicht so einfach. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang ja auch als Verkehrsplaner gearbeitet und da hatten wir bei dem sogenannten Taxibus das gleiche Problem. Das ist ein Bus, der ist über zwei Linien gefahren, die liefen parallel zueinander, rechts und linksseitig eines Bergrückens. Es sollte aber nur ein Fahrzeug sein. Und ein völliger Zickzack hin und her war völlig indiskutabel. Und wir sind es dann auch so angegangen, dass wir aufgrund von Zählungen, Fahrgastzählungen an bestimmten Haltestellen, dann Wahrscheinlichkeiten ermittelt haben, wie oft diese Haltestelle angerufen oder bedient werden muss. Und aufgrund dessen haben wir dann den Fahrplan gestaltet. Und das hat tatsächlich super gut funktioniert. Musste sich ein bisschen einruckeln, so ein, zwei Wochen, aber das hat wirklich gut funktioniert. Und das war tatsächlich nicht banal. Also da haben wir auch ein bisschen drüber gegrübelt. Das war schon so. Aber wie gesagt, das ist aber da eben eine Schiene, weil mit Schienen hast du natürlich das Problem, du hast weniger Strecken, die du fahren kannst und bist da schon ziemlich gebunden. Und hier könnte man auch mal mit so einem kleinen Bus über irgendeine super Dorfstraße schaukeln. Das war dann kein Ding, aber ging in eine ähnliche Richtung. Ganz faszinierend. Ja. Sorry. Gar kein Problem. Ich hatte in der Zeit mir Folgendes überlegt oder euch ja auch da draußen versprochen, es gibt heute neue Jingles und jetzt Weltpremiere für unser erstes neues Jingle, was wir in den letzten Sendungen ja noch vermisst haben. Und der Prollo kann sich schon mal warm machen. Unser Social Media Rant. Also ich weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Boy, that escalated quickly. Also mein Lieber. Wie geil. Cooles Mix. Ja. Hervorragend. Das ist Prollo Ferrari, wenn er gerade richtig am Toben ist. Ja, Himmel, Arsch und Zwirn, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe gerade ein Video gesehen, wie Menschen erklärt wird, wie sie jetzt, obwohl bei Plastikflaschen und so Tetrapacks jetzt die Deckel fest dran sind, wie sie da weiterhin draus trinken können. Das fängt damit an, dass jemand den Deckel nach unten dreht, in den Deckel reingießt und sich wundert, dass es daneben geht. Das kann doch alles nicht sein. Also wie kann man denn aus einer Flasche mit Deckel nicht trinken können? Ich frage mich, wer da die Zielgruppe ist von solchen Videos. Sag doch mal, hast du das recherchiert? Ja, ich war tatsächlich beim Recherchieren, bin dummerweise bei, in dem Fall war es T-Online hängen geblieben, die ist ja jetzt nicht per se schlecht, und bin dann auf so ein Video gestoßen. Ja, mit diesem simplen Trick können sie problemlos trinken, fing das schon an. Unter dem der Subline angebundene Deckel. Ja, und das war also tatsächlich, das sollte ja mein Social Media Roast werden. In dem Fall natürlich kein Social Media, aber letztendlich so in Social Media Machart. Und das hat mich schon deswegen aufgeregt, weil irgendwie erstmal so ein Pseudo-Problem kreiert wird.
Ja, wie in diesen Home-Shopping-Geschichten, wo der Frau das der 80er-Jahre-Telefon in die Suppe fällt und dann gibt es irgendwie so einen Telefonarm zu kaufen. Und, die sinnlosen Erfindungen hatten wir doch hier das, auch schon. Nee, das, also ich finde, das ist eigentlich so, also da kann man jetzt wirklich eine Stunde draus machen. Also man denkt sich, dass 51 Sekunden Lebenszeit hat mich dieses Video gekostet. Das Ergebnis war letztendlich, dass man den Deckel halt irgendwie da, manchmal klappt es, manchmal nicht. Und wenn man den Deckel irgendwie, wenn man das ein bisschen rumrupft, dann hält er schon irgendwie. Ja, und ich stelle mir aber umgekehrt, also erstens die Frage, ist es nicht viel schlimmer, wenn der, wenn dir der Deckel im Zug zum Beispiel einfach runterfällt und beim unter Trinken. Den Sitz rollt? Ja. Deswegen und, haben die aus Friesen alle so flache Hinterköpfe, genau. Wissen und, wir seit der Grundschule. Und an die Schildkröten denkt halt keiner, ja. Und da wird halt wegen so einer Scheiße ein Fass aufgemacht. Und ja, das hat mich einfach aufgeregt. So. Ja, sehr schön. Zu Recht. Pollen. Zu Recht. Ja. Aber du hast ja selber gesagt, es ist nicht wirklich, also es ist so ein bisschen Social Media. Eigentlich wollten wir ja bei Social Media über diese nicht zwingend Influencer sprechen, aber Leute, die sich dann irgendwie so im Internet auf dumme Art und Weise selbst darstellen. Deswegen habe ich auch noch spontan einen mitgebracht. Und da greift man sich genauso an den Kopf. Also das ist so, also Prollo hat schon die Steilvorlage geliefert, wie dumm kann man eigentlich sein, aber jetzt hört euch das mal an. Also ich habe mir ja diese vegane Wurst gekauft, hier, und aber dann bemerkt, dass da Ballaststoffe drin sind. Und jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll, weil auf meiner Healing Journey will ich eigentlich den ganzen Ballast von meinen Schultern nehmen und eben diese Belastungen einfach loswerden. Und das dann zu essen, ist, glaube ich, eigentlich gar nicht so sinnvoll. Habt ihr vielleicht irgendwelche Tipps? Oder wie soll ich jetzt damit umgehen? Wie würdet ihr mit so einer Situation umgehen? Ja, der junge Mann fragt uns ganz direkt, so als Verbraucher-Podcast, was man da machen kann. Und da müssen wir jetzt helfen. Also ich hätte einen Vorschlag. Er soll in ein Sportartikelgeschäft gehen, sich einen Baseballschläger aus Holz holen. Der ist auch vegan und den sich die ganze Zeit vom Kopf hauen. Ja. Aber der hat doch bestimmt auch Ballaststoffe, oder? Danach ist es ihm aber egal. Aber es ist auch eine Art Healing Journey, wenn du das Healing Journey ist auf geil, den Kopf hast. Geil, Healing Journey. Also ich würde, glaube ich, wenn ich mir die Frage stelle, würde ich mir erstmal zur Dönerbude gehen und erstmal zum Runterkommen. Einen kleinen Döner. Mit alles. Mit alles. Aber ohne Pommes. Nee. Ohne Ballaststoffe. Ja. Ja. Ja, bitte ohne Ballaststoffe. Einmal ohne mit Ballast. Ohne Ballaststoffe. Also ich würde ihm eigentlich am liebsten mit einem kleinen Sample antworten, was ich hier schon ein paar Mal gebracht habe, aber das passte einfach so gut. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. Ja. Sehr geil. Ja. Everybody in the room. Ja, ich weiß bei sowas, ich sehe das ja auch hin und wieder. Ich weiß manchmal nicht, also ist es wirklich, also soll das eher witzig sein und es ist halt vergeigt? Oder aber sind das wirklich so doofe Spacken? Ja. Also, und spannend, nochmal spannender finde ich, das ist halt eben ein Angang. Also wenn ich mir so eine Frage stelle, also wenn ich so ein Problem habe, so eine Frage stelle, was treibt mich dazu, als allererstes in eine blöde Kamera zu labern und dann das in die Welt rauszuschießen? Also aber das ist ein völlig anderes Ding. Ich bin mir da auch bis jetzt nicht sicher, ob der. Mhm. Man muss das Video dazu sehen. Das ist auch ein sehr besonders aussehender junger Mann und da weiß man auch nicht, ob der sich nicht einfach einen riesen Scherz erlaubt. Und wir sind jetzt voll drauf reingefallen. Oder ob das ernst ist, aber tatsächlich, was man sich immer fragt, wenn es ernst ist, warum machen sie es vor allen Leuten? Also früher war das dann schon peinlich, in der Schule eine dämliche Frage zu stellen und dann warst du so der Depp. Aber heute machen sie es ja immer vor der Kamera und du kannst das Internet aufmachen, da findest du es ja überwiegend solche. Also viral gehen ist, glaube ich, alles. Viral gehen ist alles, genauso wie diese Deppen, nachdem Deutschland ausgeschieden war, da gab es doch ein Ding, was viral ging. Da hat irgendeine Familie sich gefilmt, wie sie die billig oder kostenlos Trikots von Check24 in irgendeine Tonne schmeißen und verbrennen und brüllen, scheiß EM, scheiß Deutschland, danke für nichts und irgendwie die Dinger da verbrennen. Das ist natürlich auch nur eine Aktion, die allein den Zweck hat, viral zu gehen, sonst nichts. Das ist wahrscheinlich so, ja. Das ist ja,
Selbstdarstellung auf niedrigstem Niveau. Ja. Wobei, also ich interessiere mich auch immer für Marketing und solche Sachen. Also Stichwort Check24-Trikot, das war wohl ein riesen PR-Coup, den die da gemacht haben. Die, ich habe das gelesen in dem Artikel, die hatten vorher gedacht, sie werden vielleicht 1 Million los und hatten auch entsprechend geordert und haben gedacht, okay, bei 1 Million sind wir richtig zufrieden, bei 1,5 Millionen wäre es Wahnsinn. Und die haben die Aktion gestoppt, als sie 5 Millionen Trikots rausgehauen haben. Also 5 Millionen von 80 Millionen potenziellen Deutschland-Fans ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja, Ben, du wirst mir beipflichten, weil von dir, du hast den besten Begriff dafür gefunden. Das liegt daran, dass dieses Check24-Ding besser aussieht als das original-weiße Deutschland-Trikot. Denn das original-weiße, Ben, sieht aus wie, weißt du es noch? Ja, ich glaube, ich habe gesagt, wie so ein Lidl-T-Shirt. Oder? Ja, wie die 10-Euro-Version vom Lidl. Wie die 10-Euro-Spar-Version vom Lidl. Ja, zumindest das Weiße. Ich fand das Pinke ja tatsächlich sehr modisch. Aber ich hab ja über das Pinke auch abgelästert, aber ich muss sagen, das so getragen, auch mit der Hose in Kombination zur Hose, sieht schon ansprechend aus. Muss ich mich wirklich revidieren. Einmal mehr heute. Ohne, dass ich jetzt irgendwie haten will, aber was hat das mit Reisen zu tun? Nix. Deswegen, gut, dann Beef, bin ich froh. Komm. Nee, das kannst du dir vom Leib reisen. Oh. Habt ihr eigentlich hier so ein Schwein, wo er jetzt 5 Euro reingeben muss? Wenn wir das schon müssen Thema wir noch einmal sind. Das, ich fürchte, da werde ich aber arm, weil ich auch diese Karlauer, ich schätze sie sehr und ich bringe sie dementsprechend häufig. Aber wenn der Beef macht, dann weiß ich immer, es war nicht so gut. Ja, aber so bin ich auch schlecht. Das ist alles gut. Ich würde ganz gerne nochmal, ich hatte ja gesagt, ich hatte nochmal so ein paar in Anführungsstrichen Philosophen, Schriftsteller, wer auch immer, die alle möglichen sich Gedanken zum Reisen gemacht haben. Also warum reist man oder was bringen einem Reisen oder was ist der Sinn hinter Reisen? Jetzt ist es möglicherweise für denjenigen, der zum Ballermann fliegt und da sich irgendwie an den Strand rammelt, ob mit oder ohne Handtuch, sei es dahingestellt, stellt er sich diese Frage vielleicht nicht so in dem Sinne. Aber ich fand da aber ganz schöne Sachen dabei. Da würde ich gerne einfach mal ein paar Zitate machen. Einer meiner Top, Mark Twain, ist jedem wahrscheinlich ein Begriff als amerikanischer Schriftsteller, der einerseits natürlich mit seiner Tom Sawyer-Geschichte berühmt geworden ist, aber auch sehr viele Reiseberichte geschrieben hat. Also der ist auch durch Europa, durch Deutschland gereist. Ich glaube, das hat er sogar zuerst gemacht. Ja, durchaus. Der hatte aber auch eine ziemlich intensive Wegsaufing-Journey, oder? Weiß oder kam das erst später? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also er ist auf jeden Fall auch viel durch Deutschland und Europa gereist. Und man, also er ist im Jahr 1835 geboren, 1910 gestorben. Also auch zu einer Zeit, wo jetzt Reisen noch nicht Massenbeschäftigung war und tauglich. Und für einen Amerikaner war es dann schon besonders, nach Europa zu reisen. Er hat einen sehr schönen Satz gesagt, der heißt einfach, Reisen ist tödlich für Vorurteile. Finde ich ganz gut. Und genau. Sehr cool. Sehr schön. Schön. Dann Alexander von Humboldt, auch ein Forschungsreisender in dem Sinn. Also der kommt ja eher aus der wissenschaftlichen Ecke und weniger aus der touristischen. Oder auch so. Der hat tatsächlich auch sehr schön gesagt, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, welche die Welt nie angeschaut haben. Finde ich auch sehr schön. Genau. Und dann gibt eine ganze Menge hier, also wie gesagt, ich habe jetzt nehme nur so ein paar einzelne raus. Ein sehr schönes auch, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss, wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. Ja, der ist sehr gut. Das ist ziemlich geil. Kurt Marti ist ein Schriftsteller auch, der hat das gesagt, fand ich auch sehr schön. Und Nelson Mandela darf auch nicht fehlen bei sowas. Der hat auch einen wirklich intelligenten Satz gesagt. Ich bin immer Freund von intelligenten Sätzen. Nichts ist vergleichbar mit dem guten Gefühl, an einen vertrauten Ort zurückzukehren und zu merken, wie sehr man sich verändert hat. Wunderbar. Ja. Kann man genauso mitnehmen. Und deswegen, das habe ich noch. Was ist denn noch hier? Ach, das ist auch schön. Das geht nochmal Richtung Ballermann oder nicht Ballermann. Der Reisende sieht Dinge, die ihm unterwegs begegnen. Der Tourist sieht das, was er sich vorgenommen hat, zu sehen. Das ist von G.K. Chesterton, ist auch ein Schriftsteller und Journalist, der ist auch unterwegs gewesen. Das ist tatsächlich gut, das geht in Richtung, der Weg ist das Ziel, was der Ben auch schon sagte. Genau, und jetzt auch ein großer Philosoph, Muhammad Ali, Boxer, der hat auch mal einen Satz gesagt, also
zwischen zwei Schlägen hat er dann doch mal einen rausgehauen. Und zwar. Ja, der hat viele rausgehauen. Ja, also der vor allem Schläge. Ne? Ja. Der auch coole Sprüche. Ja, genau. Es sind nicht die Berge vor dir, die dich zermürben, es ist der Stein in deinem Schuh. Und wenn man da mal so ein bisschen drauf rumdenkt, das ist echt nicht doof. Ja. Und er spricht so der Alltagsballast und den man dann so dabei hat. Der ist eigentlich das, was einem so auf die Nüsse geht. Und nicht die Herausforderung und die auch die Fremde oder was auch immer. Also ich finde das ziemlich geil. Gibt noch mehr Sprüche, ich spare euch die jetzt. Ich weiß nicht, also ich finde solche Sachen durchaus immer mal erhellend, wenn jemand was prägnant in einen Satz bannen kann. Vor allem mit Wortwitz noch gepaart. Durchaus. In dem Fall. War sehr, finde ich sehr fein. Irgendwie. Ja, tolle Zitate. Ich möchte wenigstens ein wirklich witziges Urteil loswerden und deswegen jetzt hier, um den Übergang hinzukriegen, da sind nämlich auch zwei wunderbare Zitate drin zum Reisen, beziehungsweise zu diesem Fall gehören dann diese Zitate. Der Ben kennt das Urteil, weil es ist ein Klassiker, jeder Jurist hat es wahrscheinlich schon gehört, aber da wir ja wahrscheinlich wenig Juristen als Hörer haben, habe ich mich entschlossen, das kurz zu bringen, und zwar folgende Situation: Da reist jemand mit seiner Frau oder Freundin in den Süden und hat ein Doppelzimmer gebucht. Und dann ist aber der Skandal, es ist kein Doppelbett, sondern es sind zwei einzelne Betten, die da sind, die man zwar zusammenschieben kann, aber was ist Zusammenschieben schon im Vergleich zu einem Doppelbett? Er hat dann nämlich geklagt, weil er gesagt hat, dass er dadurch, dass es zwei Betten waren, in seinen Schlaf- und, jetzt kommt es vor allem darauf an, Beischlafgewohnheiten empfindlich beeinträchtigt wurde. Also, ich habe noch nicht gebumst. Genau. Er konnte wohl nicht so pimpern, wie er das gewohnt ist. Das ist zumindest das, was man da so rauslesen kann, und wollte Schadensersatz haben. Wegen, das ist so ein juristischer Termini, nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit. So. Und jetzt könnt ihr mal. Ja, auch die entgangenen Urlaubsfreuden. Ja, genau. Habe ich noch aus dem Studium. Genau, die gibt es auch. Und jetzt ganz kurz hier die Frage an die Nichtjuristen: hat er das Geld gekriegt oder nicht? Nein. Abgelehnt. Ich. Keine Ahnung, der hat geklagt, dass die Betten nicht, dass es kein Doppelbett war, sondern zwei Einzelbetten. Genau, es ist er wohl, gerne hätte pimpern wollen. Also er hatte eine Ritze, die er da nicht haben wollte. Genau, es war die Betten sind dann irgendwie auseinandergerutscht und dann ist man da halt quasi in die Ritze gefallen und das ging halt alles irgendwie nicht so. Dann hätte er seine Bondage-Seile und Gürtel dann vielleicht mal irgendwie anders einsetzen sollen. Ich glaube, es ist abgeschmettert worden, aber Vorstellen. Wenn er so viel Erfahrung hat in dem, was er da tut, dann müsste er doch mit einem Bett auch zurechtkommen. Also ihr seid mindestens so schlau wie das Amtsgericht Mönchengladbach. Ihr habt nämlich hier zwei ganz entscheidende Punkte. Ist das jetzt Lob oder Tadel? Ich weiß es nicht. Ihr habt aber tatsächlich zwei entscheidende Argumente habt ihr gebracht. Der Beef mit dem was hast du gesagt, nicht Seil, sondern... Ich habe jetzt Bondage-Utensilien, aber das kann auch ein Seil sein oder der Schlips oder was auch immer. Keine Ahnung. Genau. Und hier eher mit den verschiedenen Praktiken, die es halt so gibt. In der Tat. Also das Gericht hat nämlich gesagt, und ich zitiere hier mal kurz, das Gericht spricht von sich selbst dann in der dritten Person. Dem Gericht sind mehrere allgemein bekannte und übliche Variationen der Ausführung des Beischlafs bekannt, die auf einem einzelnen Bett ausgeübt werden können, und zwar durchaus zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Das ist sehr schön formuliert. Hat das Gericht wieder Pornhub geguckt oder was? Hat das Gericht wieder Pornhub geguckt? Das ist allerdings schon 1991 gewesen. Ich weiß nicht, ob das so hinhaut. Aber geil. Aber ich glaube, ich bin ja kein Jurist und bin da auch weit von entfernt, aber da hat man doch als Richter auch Spaß, oder als Richterin, wenn man so eine Formulierung da rein, da hast du doch Spaß. Ja, wenn du hast ja letztens auch das mit dem Menschen steht das gleiche Recht zu wie dem Reh auf der freien Wiese unter dem Sternendach zu pinkeln. Zu pimpern. Da hast du doch wirklich oder Spaß, wenn du sowas dann schreibst. Es gibt, das mal am Rande, es gibt ganz tolle Urteile, wo auch Richter dann irgendwie ihre literarischen Adern dann sozusagen zur Geltung gebracht haben. Da gibt es auch ein sogenanntes Bierkutscher-Urteil aus Köln.
Köln. Das ist dafür grandios. Wer will, kann das mal googeln, der findet das. Das ist auch da, also richtig lyrisch fast das Urteil. Aber ich finde auch, Urteil. Hier der Einstieg schon geil. Also dem Gericht sind mehrere Praktiken bekannt. Ja, wie, und jetzt... Jetzt nochmal, weil du das gesagt hattest, das ist dann der zweite Punkt, der ein Volltreffer war. Das Gericht sagte nämlich, also juristisch gesehen, wenn man einen Mangel leicht selber beheben kann, dann ist es keiner. Mhm. Und die haben hier erst eine feste Schnur ins Gespräch gebracht, die man ja auch, wenn man sie nicht hat, kaufen könnte. Und ansonsten hat es gesagt, bis zur Beschaffung dieser Schnur hätte sich der Kläger beispielsweise seines Hosengürtels bedienen können, denn dieser wurde in seiner ursprünglichen Funktion in dem Augenblick sicher nicht bewertet. Wer weiß. Sehr schön. Ja, genau, wer weiß. Aber. Aber wie geil. Ja, aber ja. Träumig. Da hast du als Richter auch mal Spaß. Also, ja. Wenn du sonst ja. Aber hallo. Da hatte wahrscheinlich auch der Referendar, die Schreibkraft, die hatten alle Spaß. Ja, da hat er wieder einen rausgehauen. Komm, ich tippe das mal ab. Ja, hier. Ja. Genau, wie kann ich das mal griffiger formulieren? Sag mal, war es das? Weil du das hast mir gerade eine perfekte Überleitung gegeben. Ich habe auch so einen Artikel dabei und ich werde ihn jetzt nicht bringen, weil es sind ganz viele solche Urteile drin. Ich will nur eins erwähnen, weil es mir die perfekte Überleitung zu meinem kleinen musikalischen Intermezzo gibt. Beef, oh, jetzt geht das wieder los. Nein, nein. Kriegt man eigentlich Schadensersatz oder ne, wegen entgangener Urlaubsfreuden, wenn du ans Rote Meer fährst, in eine Region, wo es vielleicht alle 10 Jahre mal regnet und dann trotzdem in der Zeit, wo du da bist, es regnet. Nach dem, was wir gerade gelernt haben, natürlich nein. Aber der Sommer 2024 fällt ja nur gerade sehr massiv auf durch Regen, durch fortwährenden Regen, sehr wechselhaftes Wetter, zumindest hier in Deutschland, wer hier Urlaub macht, musterhart sein. Und da gibt es 2 Verbrauchertipps, die ich euch mitgebracht habe. Ein Verbrauchertipp, dem frönen wir auch immer gerne, der ist dieser. Ich sag so, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur zu wenig Bier. Richtig. So, auch von dem Festival live Straßeninterview. Bier ist immer eine Lösung, zumindest wenn man nicht mehr Auto fahren muss. Oder was ganz anderes. Und jetzt bitte ich euch wirklich nur um 2 Minuten Aufmerksamkeit. Ich habe mir gestern wieder den ganzen Abend im Tonstudio die Füße platt gestanden. Und du weißt noch gar nicht, was dich erwartet, Divi. Der Beef, ihr müsstet den Beef jetzt sehen. Ja, da muss er jetzt durch. Er kann nicht mehr. Ich muss, wir sind jetzt schon bei 1:30. Ich muss den ganzen Sums morgen noch in aller Eile zusammenschneiden und veröffentlichen. Den Spaß muss ich mir nehmen. Hört's einfach rein, vielleicht gefällt's dir. Text, Ben Cartwright. Und die Musik von Suno AI. Flugzeug, Auto, Eisenbahn, willst du in den Urlaub fahren? Nein, Urlaubswetter gibt es nicht. Zum Glück haben wir etwas für dich. Voll in die Presse, das ist Urlaub für die Ohren. Voll in die Presse, der Sommer ist noch nicht verloren. Voll in die Presse, wir zeigen dir die Medienwelt. Voll in die Presse, spar mit uns dein Urlaubsgeld. Friede, Freude, Eierkuchen, danach kannst du lange suchen. Drum bleib daheim und hör mal rein, da brauchst schon flüssigen Sonnenschein. Voll in die Presse, das ist Urlaub für die Ohren. Voll in die Presse, der Sommer ist noch nicht verloren. Voll in die Presse, wir zeigen dir die Medienwelt. Voll in die Presse, spar mit uns dein Urlaubsgeld. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Hörten wir uns früher schon mal fragen. Setz Kopfhörer auf, wir sind bei dir. An schönen wie an regennassen Tagen. Voll in die Presse, das ist Urlaub für die Ohren. Voll in die Presse, der Sommer ist noch nicht verloren. So, an der Stelle erlöse ich euch. Wieder der neueste Ohrwurm aus der Hitfabrik. Mir tut nur der Beef leid. Aber was denn? Alles gut. Was denn? Nein, das ist also knapp an Bob Dylan vorbei. Das ist schon... Ich finde das geil, was du da machst.
Ja, wahrscheinlich werde ich dafür im Grund und Boden geklagt. Ich habe ja letzte Woche erzählt, Zuno AI ist in den USA gerade vor Gericht, unter anderem, weil sie alle zu nah noch an irgendwelchen bekannten Künstlern sind. Und das kann man auch nicht ganz von der Hand weisen. Aber ich habe mir gedacht, wir haben noch einen Arsch in der Hose. Nur weil die da verklagt werden, hören wir doch jetzt nicht auf, hier AI-Musik zu machen. Ich jedenfalls nicht. Und ich finde das einfach so geil, was dabei rauskommt teilweise. Du musst bedenken, du machst halt, keine Ahnung, 10 verschiedene Versionen. Ich habe noch zig andere. Und dann wähle ich die beste aus. Und nicht immer ist alles genau richtig. Manchmal sagen die auch Auto oder Auto oder so, weil die das dann, ne, die AI kapiert dann nicht das deutsche Wort Auto. Aber es ist schon Wahnsinn. Ich gebe da irgendwie 5 Sachen in den Prompt, was für eine Art Musik das sein muss. Und dann habe ich jedes Mal so eine kleine Überraschungsbox da. Ich finde das so geil. Und mir macht das auch total Spaß, diese Texte zu schreiben. Die sind ja sehr simpel gehalten. Aber Hauptsache reimt sich. Der war komplett von dir, ne? Der war komplett von mir. Da habe ich mich gestern Abend eine halbe Stunde hingesetzt und habe das geschrieben. Und das Witzige ist, eine Beef, du liest ja auch viele Musikzeitungen. Ja. Ganz häufig liest man das, also wir worshipen dann manche Textzeilen so und dann liest du ein Interview Jahre später von dem Typen, der das geschrieben hat, dem Sänger meinetwegen, und dann sagt er, ja, da war ich gerade da und da habe ich mich eine halbe Stunde hingesetzt und habe das auf einen Bierdeckel geschrieben. Und dann denke ich immer so, what? Ne? Und tatsächlich, wenn du das machst, es geht eigentlich. Also wenn du so einen bestimmten Grundgedanken hast, dann änderst du 2, 3 Sachen. Ich will nicht sagen, das war jetzt ein hochtrabender Musiktext, aber es hat sich alles gereimt und ganz kurzweilig, würde ich mal behaupten. Also das war jetzt auf jeden Fall auf einem Level, wo du sagen kannst, also das sind, also rein textlich, da haben schon andere ganz anderen Kram veröffentlicht. Also das ist deswegen, also da bin ich jetzt völlig entspannt. Nee, ich finde das witzig, ich finde das auch ziemlich cool und ich finde es wirklich auch, also auch was diese Software da leistet, ich finde das schon mehr als erstaunlich. Ja. Sag ich jetzt mal vorsichtig. Kannst du da auch mal eine Metal-Version draus machen? Metal-Version hatten wir tatsächlich. Ach, verdammt, da war ich. Aber die schicke ich dir. Ich habe sie gerade heute hier runter gelöscht, sonst hätte ich die jetzt natürlich zum Anlass genommen. So ein Glück. Wir haben tatsächlich, das war der allererste Song, da bin ich hingegangen, habe aus unseren Shownotes den Infotext genommen, habe den auf Englisch übersetzt, in ChatGPT reingehauen, ChatGPT gesagt, er soll mir einen Metal-Song daraus schreiben, hab dann Zuno AI gesagt, er soll mir einen Thrash-Metal-Song mit Power-Chords, und es ist, also ich liebe das Ding, ich habe mir das schon 100-mal angehört, die Jungs haben sich da divers verhalten, aber den habe ich auch bei YouTube veröffentlicht und ich schicke dir das im Nachgang. Sehr oder gut, der Prollo. So, aber die Frage mal in die Runde, wer von euch ist beim Ein- oder Aussteigen in ein Flugzeug schon mal Bob oder Philipp genannt worden? Also Bob oder Philipp von den Flugbegleitern. Kann ich jetzt nicht von mir behaupten. Nee. Ich auch nicht. Also ich könnte mich auch nicht erinnern. Also wann soll das überhaupt passieren und wieso? Ja, beim Verhalten hast im Flugzeug. Oder anders. Hat schon mal jemand beim Verabschieden Cheerio gesagt? Miss Sophie. Cheerio, Miss Sophie. Das sind die Geheimcodes, angeblich laut, ich habe ja auch das Originalding der britischen Sun, der Spiegel hat es abgeschrieben, die Geheimcodes der Flugbegleiter und Begleiterinnen. Und jetzt mal noch, bevor ich auflöse, die Frage, wer wärt ihr denn lieber, Bob oder Philipp? Also, ich glaube Bob, so vom Wortlaut her. Bob der Baumeister, ja. Ja, Bob klingt auf jeden Fall irgendwie cool, aber Bob klingt auch irgendwie blöder, ich weiß nicht. Ja. Also wärst du lieber Philipp? Ich wäre, ja, aber Philipp klingt, ne, das erinnert mich irgendwie an England oder so. Der ist so schnöselig. Dann wäre ich, glaube ich, lieber Bob, oder vielleicht kann man eine Mischung draus machen. Bob-Lip. Ja. Bob-Lip. Also, will denn jemand Philipp sein hier heute Abend? Ja, komm, ich nehme mal den Philipp. Damit wir es haben. Okay, 2 Philipps. Okay, dann fange ich mit dem Philipp an. Philipp ist angeblich die Abkürzung, da haben sie ein H dazwischen gemogelt, für Person I Like to Punch. Verdammt. Also ihr seid der ungeliebte Gast, der wahrscheinlich auch also wenn dann die Flugbegleiter in eurer Anwesenheit sagen, da hier 7B, richtiger Philipp, dann habt ihr irgendwie euch verscherzt mit denen und
nicht so gut. Der Bob hingegen ist best on board. Das ist so der heißeste, netteste, beste, wie auch mir immer. Mir fällt auch gerade ein, dass ich das doch schon mal gehört habe. Philipp, ja. Philipp hast du okay. schon mal gehört. Nein, Bob. Hat denn einer schon mal in eurer Gegend gesagt, so hier 7B Hot Coffee? Nee. Ja, okay. Ihr seid alle keine echten Bobs. Weil wenn ihr ein Bob wärt, dann seid ihr, der Hot Coffee ist sozusagen die heißeste Schnitte im ganzen Flugzeug. Das ist so die Person. Selbst wenn ihr keinen Kaffee bestellt habt, wenn einer sagt, you want a hot coffee, dann geht da vielleicht noch was im Nachspiel. Ist das aus Sicht des Stewardess das per se der Pilot? Ja, vermutlich. Aber angeblich, laut der Sun. Klischees zu bedienen. Laut der Sun gibt es eben ein Kabinenspiel. Ich habe doch schon mal in einem anderen Artikel gelesen, da waren es aber andere Wörter. Und das Kabinenspiel ist so, dass sie ja bei jedem Flug, um sich so ein bisschen zu unterhalten, einen Bob und einen Philipp machen. Dann unterhalten sich halt untereinander, wer ist der Bob, wer ist der Philipp jetzt auf dem Flug, einfach um sich so ein bisschen kurzweilig zu machen. Und wenn die dann sich das aber sozusagen, ja nicht nonverbal, aber sozusagen durch die Blume mitteilen wollen, beim Aussteigen stehen die immer vorne. Müsst ihr mal drauf achten. Also mir passiert das ständig, dass sie dann sagen, Cheerio. Und Cheerio, da signalisiert halt die Person, die Flugbegleiterin, die das sagt, oder der Flugbegleiter, kann ja auch sein, dass er oder sie dich unheimlich attraktiv findet. So, um dann, also den anderen natürlich, Geheimcode angeblich, den wir jetzt hier heute für die Welt sichtbar machen. Die Sun liest ja keiner, deswegen müssen wir es machen. So, also hört mal hin, wer euch mit Cheerio verabschiedet oder begrüßt, dann habt ihr richtig gute Karten und da würde ich mich noch ein bisschen am Terminal rumtreiben an eurer Stelle. All das hätten wir gern unseren Pilotenfreund Malte gefragt, aber irgendwie soll es nicht sein. Immer bei unseren Sendungen sind wir zu spät dran, dass er uns ein paar O-Töne liefert. Das reichen wir aber gegebenenfalls noch nach. Steht denn in dem Artikel auch was drin, was so ein Bob oder aber ein Philipp auszeichnet? Also was da zum Beispiel so zur massiven Abwertung führt? Also, keine Ahnung, irgendwie 3000 Sonderwünsche oder, keine Ahnung, also weiß nicht, oder unhöflich oder sonst irgendwas? Ja, genau. Also der Philipp ist halt jemand, der sich irgendwie daneben benimmt oder aus irgendwelchen Gründen unangenehm wird. Ja, keine Ballaststoffe essen, aber ja, der halt ganze nervig Alkoholkarte ist. Runter. In die Ecke kotzen. Oder ich hab mal auch gehört, dass Stewardessen oder Flugbegleiter es hassen, wenn man Diet Coke, also Cola Light bestellt. Ach, weil die so schäumt. Weil die unter den Wolken oder über den Wolken, besser gesagt, so schäumt. Genau, dann müssen die halt ewig einschütten. Da ist irgendwas mit dem Luftdruck, was dann dazu führt, dass das halt sehr lange dauert, bis du das Glas voll hast. Und vielleicht wirst du dadurch dann einen Philipp. Ich glaube, die lösen das inzwischen, dass du einfach eine Dose in die Hand gedrückt kriegst. Ja, muss das ja mach selber, du Philipp, du. Genau. Der Bob kriegt, Bob bestellt Bier, Mann. Ja. Und hat auch so eine Bierfahne dann, da bist du ja ein richtig cooler Bob. Da ist ein Cheerio. Ja, da stehen die Stewardessen drauf auf eine Bierfahne Salute. Und so, das finden die super. Ja, das war nur eine kleine, nette Geschichte. Hätte ich gerne noch hier mit ein bisschen Faktencheck von unserem echten Piloten gekontert, aber schauen wir mal. So, kurzes Zwischenfazit nach 1:44. Ach du Scheiße. Ist noch irgendwas offen, was ihr liefern müsst? Sonst würde ich ganz dringend empfehlen, wir kommen zum Quickie. Wir können das Bier auch später noch ausrecken. Das ist die letzte Dose. Das schmeckt mir persönlich auch richtig gut. Das ist relativ stark wahrscheinlich. Ja. Was war das hier? Das war das Cobblestone. Genau, das ist. Das hat knapp 10%, 9,8. Also das ist 9,8 schon. Dicht unter Wein. Wahnsinn. Ja, kann man aber machen. Ist gut. Wir trinken nur kleine Mengen. Also das Einzige, das war das Schwarzbier. Das war so ein bisschen, schmeckt halt ein bisschen Richtung Schwarzbier. Mein ist ja bei Schwarzbier okay, wenn es nach Schwarzbier schmeckt. Aber die anderen waren deutlich mir zumindest süffiger. Ja, was man vielleicht noch, bevor wir zum Quickie kommen, sagen muss, der Beef, der hat hier noch den ganzen Tisch voll mit Bier
Und du hattest vorher schon angekündigt, dass du noch hier Krombacher mit Berliner Luft genau, und Peppermint Peach müssen wir schon auch irgendwie probieren durch. Lassen, weil der Prollo ist ja so ein süß, also so ein Süßer. Ich mag gar nichts, was gemischt ist. Ich habe das gesehen, also ich hab das jetzt spontan gekauft. Das habe ich auch heute live, also heute gekauft, also quasi um 18 Uhr ungefähr. Es ist unfassbar. Das ist ein Krombacher gemischt mit Berliner Luft. Das ist so ein Pfefferminzlikör. Ja, schmeckt so scheiße, wie er sich anhört. Wirklich furchtbar, ja. Ja, genau. Ja. Und damit haben sie es aber noch nicht genug sein lassen. Es ist dann auch noch Peach, also Pfirsich mit drin. Wo ich mir denke, wer kommt auf sowas? Also, da kommt ja nicht mal eine KI drauf. Hat aber nur 5%. Hat er insgesamt 5%. Naja, für ein Mischbier ist das ja wiederum viel, weil die meisten Mischbiere haben ja eher weniger als mehr Alkohol. Ja, aber das ist ja gemischt mit dem Likör. Aber es ist... Und da habe ich gesagt, also es gab auch die Variante nur mit diesem Pfefferminz Berliner Luftgedöns. Aber ich sage, wenn ekelhaft, dann richtig. Also auch noch Peach obendrauf. Und da müsst ihr jetzt gleich auch an alle durch. Also ja, vielleicht ist ja zweimal ekelhaft dann wieder gut, ne? So. Ja. Ich weiß. Also noch schlechter kann es ja dann nicht werden. Also das, ja. Und dann, hier stehen noch ganz viele tolle Biere. Mal schauen. Also trinken wir was, das noch live. Was immer wir, was kannst du gerne. Also ich. Ja. Ich guck dir erstmal zu. Oh, es riecht so, wie man sich vorstellt. Aber der Prollo ist doch unser Experte für Mischgetränke. Genau. Ich nehme direkt die halbe Dose. Ja, dann komm. Genau. Reich mal rüber dem Jungen. Misch dir mal. Misch mal. So, und jetzt zweite Weltpremiere. Nur für den Sommer. Wer diesen Podcast nicht so oft hört, Divi, ne, ich weiß nicht, wie oft du vorher schon dabei jede warst. Folge. Sehr gut. Cool. Nein. Das ist natürlich vollkommen gelogen. Ja. Also, haben wir mathematisch uns auch errechnet. Das Gute an Podcasts ist ja, du kannst sie in beliebiger Reihenfolge hören und sie sind immer gleich lang. Denk da mal drüber nach. Also die Gesamtlänge, ja. Ja, das könntest du mal ausrechnen, in welcher Reihenfolge man die am besten hört, wenn man sich langsam steigen will. Also heute sind wir wahrscheinlich bei einer der längeren Sendungen. Liegt an deiner sehr, sehr angenehmen und coolen Gesellschaft. Aber der Sommer macht seit, ich weiß nicht, sag mal 40, 50 Folgen haben wir den Quickie. Meistens eingeleitet, früher war es immer eingeleitet durch so ein, hier. Aber das wollen wir ja nicht mehr. Wir wollen jetzt was Cooles. Der Sommer hat ein eigenes Jingle verdient. Und ich habe natürlich, sag mal, nochmal nachgebastelt. Den ersten Entwurf habe ich nicht so stehen lassen. Ich höre auf dich. Ich bin dein Toningenieur des Herzens. Und hier ist dein persönlicher Quickie-Jingle. Und was ist mit Quickie? Oh, Al, du bist fertig. Quickie! So. Sehr geil. Es ist wirklich perfekt geworden. Gleichwohl beim nächsten Mal kommen wieder die Uhren auf den Tisch. Also die Länge der Sendung geht ja auf keine Kuhhaut. Also ganz schnell, im Norden Israels ist ein Mann schwimmen gegangen und hatte dann nach dem Strandbesuch Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen. Ist ins Krankenhaus und musste dann auch noch irgendwie verlegt werden. Ist dann aber leider tatsächlich verstorben. So, und was war? Sie haben herausgefunden, dass er Kontakt hatte oder in seinem Körper dann letztlich drin war eine Amöbe, Negleria folin oder so ähnlich heißt die. Und die wird auch, um es ein bisschen einfacher auszusprechen, gehirnfressende Amöbe genannt. Also das ist irgendwie halt so ein kleines, fieses Ding, was sich in deinen Körper irgendwie reinbegibt und dein Gehirn auffrisst. Und das ist wohl 2022 in Israel auch schon passiert. Und sie suchen das Ding jetzt, aber haben bisher irgendwie an dem Strand, wo der unterwegs war, nichts gefunden. Normalerweise, das fand ich jetzt so ein bisschen irritierend, hier steht, dass die hauptsächlich im warmen Süßwasser wie Seen, Flüssen und heißen Quellen vorkommt, aber auch in Böden. Also man weiß noch nicht, wie er sich da genau eingefangen hat, aber Vorsicht vor gehirnfressenden Amöben im Urlaub. Also ich finde das ganz toll, dass wir jetzt in so einer richtig schönen Urlaubsstimmung diese Sendung beenden. Ja. Also ich bleibe zu Hause und höre Podcasts, sage ich schon mal direkt. Besser ist das. Okay, Divi, dir ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier heute. Ja, gerne, dass ich da sein durfte.
Und ich hoffe, das Bier hat gemundet und wir haben zumindest das gehalten, was du dir von dem heutigen Abend versprochen hast. Und euch natürlich auch ganz herzlichen Dank. War sehr schön hier mal wieder im Beefhole. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, wenn es heißt Voll in die Presse, Episode 104. Juhu. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.